Ja, hoho, hier wieder beim Quali und wir spielen heute eine Runde DSA 5 und wir spielen das schöne Abenteuerbandheft Klingen der Nacht. Ich spiele das nicht alleine, sondern ich spiele das zusammen mit dem Pölle, denn der spielt Goswin, einen Magier aus Lovangen. Einen wunderschönen guten Abend. Und auch Leopardin 202 ist dabei, spielt Ilva, eine Stammeskriegerin der Fjarninger. Guten Abend. Dann haben wir Rerion als Lothir, ein Ifirn-Geweihter aus dem hohen Norden. Der Norden vergisst nicht. Und last but not least Feder als Ikayu, eine Streunerin ebenfalls aus dem hohen Norden. Muss ich jetzt sagen, Winter is coming? Also der ist schon lange da. Er ist schon. Mal sehen, wann die Eis- und Feuerdrachen und Untoten kommen. Ja. Gar nicht! Bitte gar nicht! Falsches Setting, glaube ich. Gut. Dies ist mittlerweile schon der fünfte Teil für alle, die es bis jetzt noch nicht so richtig geschafft haben, hier reinzukommen. Wir spielen ein Abenteuer, das spielt im hohen Norden in der Bernsteinbucht in Aventurien, einem relativ unwirklichen Plätzchen. Unsere Helden haben sich zusammengefunden im kleinen Dorf Friesow und haben dort allerlei dörfliche Aktivitäten schon mitbekommen. Ilva musste ein bisschen verarztet werden, weil sie auf dem Weg nach Friesow ein bisschen gelitten hatte. Goswin hat einen Elfen gefunden, mit dem er sich unterhalten konnte, so als Halbelf, ganz interessant. Lothir hat eine alte Freundin wieder besucht und interessante Gespräche geführt mit ihr. Und Ikayu streunt, wie es eine Streunerin denn so macht, die ganze Zeit durch die Gegend und versucht, was halt so eine da Streunerin hat. Hast du mit seine Flamme heiratet. Genau, ja. Damit ich ihn damit aufziehen kann. Allerlei illustre Gestalten des kleinen Dorfes Friesow schon kennengelernt in den ersten Teilen des Abenteuers und wisst, wie das Dorfleben so ungefähr vonstatten geht. Habt Bande geknüpft mit den Einwohnern Friesows, mehr oder weniger. Und habt eine dunkle Ahnung gehabt, dass irgendetwas Merkwürdiges passieren wird in der nächsten Zeit. Besonders Lothir hat sogar Eingebungen seiner Göttin bekommen. Aber auch irgendwie dunkle Zeichen waren am Horizont erkennbar. Und beim letzten Mal sind dann tatsächlich einige Dinge passiert, die dann ihr jetzt mal den Zuschauern noch ein bisschen näher bringen könnt, falls die das letzte Mal nicht eingeschaltet haben, was natürlich total böse wäre. Wer mag denn anfangen? Also ich habe es tatsächlich 3 Abende lang, die wir hier gespielt haben, geschafft,
nicht halbtot geprügelt zu werden. Letzter Abend, dann wieder halbtot geprügelt. Wir müssen ja Tradition bewahren. Wir haben uns nämlich richtig übel gekloppt. Die Armeen der Finsternis, ne, das waren sie nicht so richtig, aber schon ein bisschen, ne, sind über uns hereingebrochen. Ja. Irgendwie höre ich komische Hintergrundgeräusche und ich weiß nicht, ob ich das bin. Irgendeiner kratzt, glaube ich, an seinem Mikrofon oder so. Aha, okay. Jetzt gerade nicht mehr. Genau, jetzt nicht mehr. Genau, wir haben ja gemerkt, dass sich die Sterne verdunkeln. Irgendwie jetzt sehen Lothir und Erala Schiffe ankommen. Es wird Alarm ausgelöst und wir werden angegriffen. Und jetzt haben wir die letzte Folge mit einer lustigen Runde Kämpfen zugebracht. Ja. Wir haben uns bei der Taverne erstmal gewappnet, alle Mann zusammengepfiffen, aber dann fing es schon an zu brennen. Man hört irgendwie Flügelgeschlage und ich weiß nicht, ob es Drachen sind oder was waren es. Jedenfalls fangen Häuser an zu brennen. Ilva hat noch keine Ahnung, was das war. Ich glaube, der Einzige, der schon weiß, was es irgendwie sein könnte, ist Goswin. Ja. Ja. Ich habe es auch nicht, also wohl, dass Häuser anfingen zu brennen und Flügelschläge und so. Ne? Mhm. Aber wir haben versucht, irgendwelche Barrikaden zu errichten. Die waren schon ziemlich schnell sofort am Hafen und sowas. Wir haben da versucht zu kämpfen, versucht, Leute, Kinder aus der Stadt zu bringen. Ikayu hat mutig gekämpft gegen so blaue Goblins oder so. Also ich habe irgendwie aufgeschrieben, dass sie so blaue Goblins mit sichelförmigen Waffen waren. Mhm. Fiese Dinger. Goswin hat wieder seinen fancy Vogeltrick ausgepackt und hat als Eule eine Erkundungstour gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir ihn dann später erkannt haben, als er sich dann uns irgendwas mitteilen wollte. Und ich habe Barrikaden errichtet, ich höre das Geräusch schon wieder, und versucht, Leuten zu helfen, die in Richtung Effa-Tempel zu fliehen, weil die da irgendwie den Safe-Spot irgendwie aufrichten wollten. Und da musste ich auch gegen so ein Krabben-Unwesen-Dings mit ganz vielen Beinen und Krebsscheren und Hammer und so kämpfen. Und das war ganz schön übel. Und Lothir ist der große Held, der hört ein Kind in einem Haus schreien und rennt ins brennende Haus rein und schafft das zu besiegen, wird dann von einer seltsamen... Er hat nicht das Kind besiegt, Kreatur. Aber er hat das Kind rausgeholt, ja. Das Kind rausgeholt, aber wird dann bekämpft von so einem Magier-Dunkelelf-Dingens. Ja, von einem Elfen, ja. Magier-Dunkelelf-Dingens. Ich fand, das war schon sehr treffend beschrieben. Also, wenn du es vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse Magier-Dunkelelf-Dingens, wir wissen es ja alles noch nicht so genau. Und kann den dann mit einem gezielten Pfeil in den Rücken. Und Goswin. Newton bitte beim Husten, das wäre schön. Ja, und Goswin kriegt als. Nein. Nee. Goswin kriegt als Eule ganz viel raus. Er sieht, wie Elfen in das Lagerhaus gehen und da sitzt irgendwie so ein Spinnenviech drauf. Und Lothir und Goswin gehen dem zusammen auf die Spur und versuchen, das im Lagerhaus rauszukriegen. Tja. Ikayu flickt mich wieder ein bisschen zusammen. Wir müssen weiter in Deckung gehen. Es gibt irgendwie noch so ein mega Magier-Elf. Hast du den weißhaarigen Typen vergessen, den wir gesehen haben? Ja, den versuche ich gerade zu mega Magier-Typen-Elf. Also, ich wollte nicht so mit Beschreibung, vielleicht solltest du weitermachen. Ich glaube, ich lasse das jetzt. Ja, der hat mitgekämpft und der war weißhaarig und der hat sich ganz interessiert unsere Häuser angeguckt und dann war da irgendwie ein Kind, aber der hat das nicht getötet, sondern der hat einfach nur so total der Creep und hat das dann wieder ins Haus zurückgeschoben. Und ja, wir sind uns jetzt nicht sicher, ob das so der Anführer ist und wir den einfach umboxen sollten oder ob wir den gehen lassen sollten. Und wir haben ihn jetzt gehen lassen, weil irgend so eine bescheuerte, bedepperte Eule die ganze Zeit über uns gekreist hat. Und wir uns ziemlich sicher sind, dass das der Alarmzauber von diesem Typen ist, der ihm sagt, dass wir hier versteckt sind. Wer weiß. Ja.
Ja, Goswin hat noch eine besondere Sache, Begegnung noch gehabt, während der Eule war. Ja, wir hatten ja einen Freund, einen Elfenfreund, Telerion, ein Firnelf, der diesen wunderbaren Stein am Hals trug und dieses Sternenlicht, glaube ich, hieß es. Himmelslich, ja. Himmelslicht, danke. Und der wurde hinterhältigst niedergestreckt, nachdem er heldenhaft es mit mehreren von diesen Dunkelelfen-Dingens aufgenommen hatte, wurde er von jemandem nieder, von einem solchen niedergestreckt, der aus dem Schatten trat und ihn einfach nur meuchelte und wieder in den Schatten hinein trat. Ich habe die Chance, zweifelhafte Chance genutzt, die Trauer runtergeschluckt und mir dieses Himmelslicht geschnappt. In der Hoffnung, dass wenigstens irgendwas dazu retten ist. Was, der ist tot? Und ja, dann habt ihr sind die schwer verletzte Ilva, der schwer verletzte Lothir und Ikayu, die glaube ich auch ein paar, die nicht zwar nicht schwer verletzt ist, aber glaube ich auch ein paar Wunden von getragen hatte. Geht. Wenn ich ja. Also mir geht es relativ gut im Vergleich. Ja, im Vergleich auf jeden Fall, ja. Sind alle der Eule gefolgt und ihr habt euch, glaube ich, versammelt an einem am Kontor, wo die Spinne ja oben auf dem Dach sitzt, also dieses Spinnenwesen, und habt durch das Fenster gelugt und habt gesehen, dass ein Lagerarbeiter dort verhört wird von mehreren von diesen Dunkelelfen und habt dann gehört, so die ersten Fragen, die der Elf gestellt hat, in ganz, ganz, ganz gebrochenem Alani. Hat er gefragt nach, ich meine, es wäre dass er gefragt hat, wo dann und genau, zu welchem Volk die der Lagerarbeiter gehören würde und wo die Vorräte aufbewahrt werden. Und ich meine, ihr werdet dann da vor dem Kontor versammelt und hättet euch dann jetzt als Zeit zu besprechen, wie es denn weitergehen soll, während ihr da die Vorgehen, die Geschehnisse im Lagerhaus überprüfen könnt. Oder auch nicht. Das liegt ja an euch. Die ganze Stadt ist nachts halt in Brand gesteckt. Man hört immer noch einzelne Schreie aus den Gassen. Und ja, Pfeile, die sirren und als Alarmhorn, das irgendwie immer noch getutet wird, hin und wieder. Ja, das Flügelschlagen über den Köpfen ist auch hin und wieder zu vernehmen. Also ein sehr unwirkliches Geschehen gerade, was einen sich auch wahrscheinlich in die Seele einbrennen würde, als apokalyptisches Szenario, könnte man fast schon sagen. Ich halte meinem Hund die Schnauze zu, damit er nicht bellt und uns verrät. Ja, ich setze mich erstmal als Eule daneben. Tja, sehr gut. Guck die Eule böse an. Klein machen und an die Seite setzen. Ich gebe das ja ungern zu, aber mir tut alles weh. Und ich kann auch nicht mehr so gut stehen jetzt. Ja, Lothir blutet auch aus mehreren Wunden. Immer mal so, wo der Speer reingesteckt wurde und wieder rausgezogen. Ja. Beziehungsweise der Säbel, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ein Säbel. Kriegt er aber gerade gar nicht so richtig mit. Also, dass der weiße Mantel, der für den vollkommen blutbefleckt ist gerade. Schaust dann weiter durchs Fenster, als Voller die anderen Wut. dann um die Ecke biegen und Ilva sich neben dich setzt und Ikayu die Eule komisch anguckt.
Die Eule hat ja immer noch das Amulett irgendwie zu im Schnabel. Ja, dann verwandle ich mich jetzt zurück, also vor euren Augen. Machst du das wirklich? Ja, ich tue das. Das ist normal. Na, ich meinte Ikaju gerade, können wir direkt mal anfangen zu würfeln an der Selbstbeherrschungsprobe. Wieso, die weiß doch, dass ich das kann. Ihr habt mich doch schon gesehen, wie das in die andere Richtung gegangen ist. Ja, aber es ist sehr, sehr verwirrend. Immer noch. Vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist. Ich meine, normal. Ja, aber du siehst das ja auch nicht. Du siehst das ja nur den Perspektivwechsel. Für andere ist das so, das kriegt plötzlich Haut und das ist ein Mutant. Das ist alles nicht töten. Sehe ich ein. Mach ich trotzdem. Chimäre erschlagt es. Oh Gott. 20, 6, 13. Schieß mich einfach. Schicksalspunkte sind wieder voll bei euch, ne? Deswegen. Aha. Können wir direkt schon einen raushauen vielleicht sogar, ne? Ich glaub schon. Ich möchte nicht, dass die Leute im Haus auf uns aufmerksam werden. Ich probier's nochmal. Jetzt 2020. Wie ich, wenn ich jetzt 2020 würde? Falls sie anfangen, viel zu schreien, würde ich da vor zu hechten, um mir den Mund zuzuhalten. Wie sieht das aus? Mal gucken. Ach, Mann, ey. Intuition ist kritisch. Intuition ist 14. Ja, da habe ich ja 4 über. Das ist eine Erfolgsstufe. Ja, weil 4 über sind sogar schon 2. Das heißt, du kannst nicht. Ich krieg das nicht. Du willst gerade und dann nimmst du gerade den eigenen Mund zu, als Goswin sich dann so zurückverwandelt. Du siehst jetzt ziemlich große Augen an. Und eine Augenbraue ist hoch. Nein, er ist völlig, ist komplett gekleidet. Gott sei Dank. Hätte ich ihn jetzt doch gehauen. Normaler Halbelf, der sich aus einer Eule herausverwandelt, ist okay, aber wehe, er ist nackt. Ja, hallo, du Creep! Bestimmt dann nachts durch irgendwelche Fenster. Nee, so guckst du dich einfach nur an, so nach dem Motto. Mach das denn nicht so anders! So ist doch voll widerlich! Er nimmt den Pfeil wieder runter von der See, als er sich zurückverwandelt. Ich glaube, wir haben gerade dringende Probleme, als uns selber abzuschlachten, oder? Tropf, Tropf, Tropf. Aha. Ich greife in meine Stelle fest, dass ich kein Gepäck dabei habe. Liegt hier irgendwas, womit man im Verband improvisieren kann? Nein. Ihr befindet euch in einer Seitengasse neben einem Lagerhaus. Da liegt jetzt nicht irgendwas. Ich habe jetzt auch nicht gerade unbedingt die Zeit gehabt, mich umzuschauen ansonsten. Ja, Freunde. Sieht nicht gut aus. In dem Augenblick hört man von drinnen einen Schmerzensschrei. Ah! Erzählen. Lothier deutet mal auf, also ein Stück von seiner Kleidung fängt an, das in ein paar Streifen zu reißen. Reicht dann Ilva ein paar Streifen der Kleidung zum Verbinden? Na, Ilva war schon halbwegs von Ikaio versorgt worden. Also die Wunden von Ilva sind schon versorgt, es geht ja aber trotzdem halt nicht besonders. Dann macht er das erstmal selber. Nee, ich mach das. Okay. Komm, lass das mal, ich mach das mal. Wir hätten abhauen sollen, als wir es noch gekonnt hätten. Ja, haut niemand ab, verdammt nochmal! Hallo, wenn ihr keine abhaut, dann geht das ganze Dorf drauf. Sei froh, dass wenigstens die Kinder entkommen sind. Wo muss ich das denn jetzt nochmal reinschmeißen? Koalis runter. Genau. Ja, da. Ich hab sie gefunden. Alles klar. Juhu! Tolle 20! Heute ist die 20 drin. Das alles nur, weil Koali gesagt hat, heute regnet es Patzer. Macht nix. Ja, nur weil ich das gesagt habe.
2. Das ist bestimmt vorher umprogrammiert. Qualitätsstufe. Bestimmt. Zwei Qualitätsstufen sogar. Ja. Dann schaffst du es ordentlich, die Wunde zu verbinden. Sodass Lothir sich sofort etwas besser fühlt. Und man hört dann von drinnen einen. Wie heißen die Orte in der Nähe? Und wo liegen sie? Wieder in gebrochenem Alani. Was ist das denn für eine hässliche Sprache? Norbadisch. Dann folgt auf ganz gebrochenem Nuyuka hinterher. Wer ist euer Gott? Versteht das einer? Ja. Was reden die? Sie fragen nach den nächstliegenden Orten, wo die Vorräte sind und wer der Gott von ihnen ist. Das ist interessant. Man hört so ein weinerliches wie Gott und dann ein Ah! Kommt nur mir das so vor, oder sollten wir da mal einschreiten? Sind einige da drin. Willst du sterben? Der Typ ist da drin? Mit ich weiß nicht wie vielen Waffen? Und beschäftigt. Also, Lothir, glänzt noch mal durchs Fenster, um mal einen schnellen Blick zu machen, wie viel von den Dunkelelfen, wenn wir sie mal so, da drin stehen. Du siehst fünf Elfen, also fünf gerüstete Krieger wahrscheinlich da drin stehen, mit Bögen und Säbeln oder sowas ähnlichem in Rüstung. Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Zwei halten den Lagerarbeiter fest und einer steht halt vor ihm und scheint ihn irgendwie zu verhören. Jetzt kommt da gerade so eine ganz weinerliche Antwort, irgendwie so, Praios, hilf mir. Und dann irgendwie. Lothir, du, Pfeil, Kopf, schon mal nur noch vier Gegner. Hallo? Türen verrammeln? Haus anzünden? Wir machen den Riss. Hä? Willst du nicht das Lagerhaus anzünden, dann ist das ganze Dorf im Eimer. Goswin erinnert sich auch noch an das riesige Spinnenvieh, was auf dem Dach sitzt. Da ist auch noch ein riesen Spinnenvieh auf dem Dach. Ja, was? Ich bin verbrennt. Wunderbar. Was für ein riesiges Spinnenvieh? Riesiges Spinnenvieh. Ehrlich, lass uns die Türen verrammeln und den ganzen Schuppen anzünden. Hier brennt sowieso alles. Das Dorf ist sowieso Geschichte. Dann sterben die Leute da drin. Hin sitzen, auch noch umbringen. Ich will die retten. Es tut mir leid, aber diese Leute sind tot. Noch sind sie es nicht und ich werde nicht dafür sorgen, dass sie es werden. Okay, Ilva, wir halten uns bereit, wir hauen da rein. Ist das klar? Ilva kann kaum stehen. Der Lagerarbeiter scheint übrigens gerade dem Elfen zu erklären, wer Praios ist. Das wäre ja schon fast interessant, aber. Das ist die goldene Sonne. Genau, sowas ähnliches hörst du gerade. Los, geh rein und sag dieses Praios. Jetzt hört Lothir auch noch einen. Weshalb betest du einen glühenden, blendenden Feuerball am Himmel an? Hat er euch erschaffen? Hat seine Hitze euch ein schwaches und warmes Blut ausgeschieden? Dann schüttelt der Elf mit dem Kopf. Er greift einen Dolch in seinem Gürtel und schneidet dem Lagerarbeiter die Kehle durch. Spuckt dann einmal auf ihn drauf. Lothir schlägt mit der Faust gegen die Außenseite. Also, Ilva ist echt fies dran, ja? Jetzt versuche ich das gerade die ganze Zeit schon nachzuschlagen. Wie lange dauert in der fünften Edition ein Balsam? Ist der immer noch so ewig lang? Muss ich selbst mal nachgucken? Moment. Balsam dauert. Ach, 16 Aktionen, das kann man ja. 16 Aktionen, ja. Genau. Ja. Komm, was ist das? Halbe Minute, ne? Mhm,
Ich zeig's mit dem Finger. Halbe Minute, Ilva und ich hab dich wieder fit. Also halbwegs. Wäre ich dabei. Kann ja nicht viel schlechter werden als jetzt, ne? Alles klar. Dann reibe ich über die Wunden. Also mach erstmal so. Wärme meine Hände an. Mach ein paar sehr ausschweifende Bewegungen. Spreche. Saneris und fange ein bisschen an zu summen. Und während ich so über die Wunden streiche, fangen meine Hände leicht an zu glühen. Und Ilva wird sich gleich besser fühlen, hoffe ich. Jetzt finde ich wieder den Dingens nicht, da ist er. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das macht, weil ich so ein Balsamheld bin, 3 Qualitätsstufen. Mhm. Ergo. Lebenspunkte in Höhe der auf verwendeten ASP, die QS. Okay, dann kriegst du 6. Dürfte erstmal ganz gut sein. Für jede QS sinkt die Zeit um eine Minute. Alles klar. Dann geht's ja ratzfatz. Mhm. Komm, ich spende dir 8. Dann sieht's aber relativ mau mit meiner Astralenergie aus. Nee, machen wir mal 6, das ist besser. Ja, welche Sprachen spricht Lothir? Alaantino Yuka ist Dira. Ja, dann kannst du vielleicht so ein paar Brocken von dem verstehen. Ganz, ganz grob irgendwie so ein paar Wortfetzen von dem, was gerade da drin gesprochen wird. Du hörst nur irgendwas von Feuer. Die Elfen scheinen sich untereinander zu unterhalten, aber allerdings nicht auf Elfisch, sondern auf irgendwas Ähnlichem. Könnte sein, dass sie Ikarius' Idee geklaut haben. Ich höre irgendwas mit Feuer, das die machen wollen. Wenn du jetzt nochmal durchs Fenster lugst, siehst du auch einen Elfen mit einer Fackel gerade irgendwie. So ein Ballen, wo man halt wahrscheinlich irgendwelche Güter irgendwie verschnürt hat, gerade irgendwie anzünden. Nutzen wir jetzt unseren Überraschungseffekt? Ich wäre dafür. Also, ich möchte nochmal zu bedenken geben, ja? Dass wir nur von Nutzen sein können, wenn wir am Leben sind. Wenn wir da jetzt reinrennen und sterben, helfen wir niemandem mehr. Niemandem. Von daher bin ich immer noch dafür, dass wir sie lieber hinterrücks irgendwie fertig machen und nicht da reingehen und sie angreifen frontal. Die sind in der Überzahl. Immer noch. Das ist eine dumme Idee. Eine sehr dumme Idee. Und diese Leute sind tot. Egal, ob wir ihnen helfen können oder nicht. Da draußen sind Leute, die sind noch am Leben. Da können wir was tun. Nennt mich feige, aber ich bin nicht bereit, hier einen sinnlosen Heldentod zu sterben. Da ist was dran, was sie sagt. Lothir mumpelt so leise vor sich hin. Verweigere keiner Kreatur Hilfe, so sie diese benötigt. Lothir hat allerdings beim Spinksen durchs Fenster auch keine Menschen mehr gesehen. Also das, den einen, den die da gefoltert haben, beziehungsweise befragt haben, da lagen vorher noch ganz viele andere auf dem Boden. Wer weiß, ob sie tot oder lebendig sind.
Der eine letzte, den du gesehen hast, den haben sie ja die Kehle durchgeschnitten. Das hattest du gesehen. Gut. Na schön. Verschwinden wir. Aber lasst uns die Türen abschließen. Wenn die da drin schon alles anstecken, dann zünden sie sich wenigstens selber an. Dreckiges Elfenpack. Nichts gegen dich, aber dreckiges Elfenpack da drin. Ich weiß nicht, ob eine abgeschlossene Tür sie aufhält. Sie können zaubern. Ein bisschen schon. Vor allem der Überraschungseffekt. Wie war das mit der Riesenspinne? Das letzte Mal, wo Goswin sie gesehen hat, saß sie oben auf dem Dach. Habe ich eigentlich Spinnenphobie? Was ist eigentlich 3 Meter groß, hat 8 Beine und sitzt auf deiner Schulter? Nein, habe ich nicht. Ich meine, du hattest keine Spinnen. Oder in einem Spinnenkostüm. Du hast das Angst, du hast Angst vor Toten, hast du. Ja. Na gut, also. Die übrigens ja hier auch überall rumliegen auf den Straßen, also. War das nicht Untote? Tote und Untote, ja. Untote, ja. Ich meine, dass hier keine Untoten in den Straßen rumliegen. Ja, bitte nicht! Noch nicht. Ja, wir sollten auf jeden Fall verschwinden. Wir sollten so viele mitnehmen, wie wir können, und dann nicht sie weg von diesem Dorf. Ilva hatte, glaube ich, ja irgendwie mitgekriegt, dass die meisten Bürger halt in den Effa-Tempel gelaufen sind, ne? Jawohl, ja. Da haben die sich hin zurückgezogen. Ich meine, Goswin hätte das auch gesehen, meine ich, bei seinen Rundflügen. Dann würde ich mal den Vorschlag machen, uns auch in den Effa-Tempel zurückzuziehen. Ihr seid jetzt ja, wenn ihr euch die Karte nochmal anschaut, irgendwie hier bei den Lagerhäusern, das ist die 1. Ja? Und der Effa-Tempel ist Effa-Schrein ist T1. Also quasi auf der anderen Seite der Stadt. Einmal am Hafen lang werdet ihr wahrscheinlich auch bei dem Geschäft von Nirala, also Lothiers Freundin, vorbeikommen. Was wieder mal so ein kleines Detail ist. Mhm. Nirala. Mhm. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ja, wir können hier nicht bleiben, wir müssen hier weg, das ist richtig. Endlich was vernünftig. So, dann los. Damit würde ich mich umsehen und dann versuchen, zwischen den Häusern mich auf den Weg zum Effa-Tempel zu machen. Die können irgendwie eine Art von Dunkelheit zaubern. Ich halte inne, drehe mich um. Darin gucke mich wieder um. Mehr. Mit so einem You don't say. So nach dem Motto, oben Dunkelheit, da Dunkelheit, überall Dunkelheit. Es ist sogar gerade relativ hell, weil sehr viele Häuser in Flammen stehen um euch herum. Also, ups, da geht gerade jemand flöten. Da hat uns der Pölle. Die Eule, sie ist wieder abgehoben. Ja. Lothi nimmt sich auf jeden Fall schon mal 2 Pfeile aus seinem Köcher und hält die bereit. Dann macht ihr euch auf auf den Weg Richtung Effa-Tempel. Kaju hinterher quasi. Ja, ich und mein Hund übernehmen die Nachhut. Na, dein Hund schnüffelt schon irgendwie so in der Gegend rum und zieht den Schwanz aber ein bisschen ein und knurrt langsam relativ leise nach oben. Ja, dann warte ich den Himmel im Auge. Nicht, dass gleich so ein komisches Feuerschwein das etwas auf uns herabstößt. Ja.
Jetzt haben wir gerade schon wieder die Verbindungsschwierigkeiten. Der arme Pölle hat immer Verbindungsschwierigkeiten. Naja, ihr geht auf jeden Fall Richtung dem Ephi-Tempel davon. Muss dein Hund Ikayo auf jeden Fall irgendwie am Halsband oder so festhalten, weil der irgendwie ständig irgendwie die Tendenz hat, irgendwie wegzulaufen. Auf jeden Fall will der eine andere Richtung, als du willst gerade. Anscheinend irgendwie vom Dorf weg oder so. Und ja, über euch hört man es hin und wieder immer noch flattern. Und ja, als ihr an dem Haus von Lothirs Freundin von Nirala vorbeikommt, sieht man auch, dass das Haus eingeschlagene Scheiben hat, nicht in Flammen steht, aber große Brocken von der Fassade irgendwie schon irgendwie ausgeschlagen wurden. Irgendwie so ein ganzer Eckstein fehlt quasi und das Haus ist von irgendwas Großem, Wuchtigen wahrscheinlich getroffen worden. Und hat die Fassade halt komplett eingerissen. Und Stein und Holz splittern und kaputt werden gehen lassen. Und von Nirala kannst du allerdings nichts sehen, jetzt gerade hier auf der Straße. Es liegen viele Leichen hier am Hafen. Auf dem Boden, Frauen, Kinder, aber auch irgendwie teilweise ein paar Büttel, also von diesen Schlägern, die ja von dem Kontor angestellt sind. Andere Fischer, kann Lothir erkennen. Alles so kreuz und quer. Viele mit Pfeile in den Rücken oder mit durchgeschnittenen Kehlen. Elfen könnt ihr jetzt hier gerade nicht erkennen. Ihr könnt auf dem See draußen wohl einen schwarzen Fleck erkennen, der sehr nah an der Bucht inzwischen mitten auf dem Eis thront. Das kann man deswegen sehen, weil es sich halt gegen das Licht, was die in Flammen stehende Stadt und was die Sterne halt gerade abgeben, ziemlich gut abhebt. Du hast das ja vorher schon mal gesehen, Lothir. Aber jetzt ist es halt ein bisschen näher und bedrohlicher gerade. Und ihr seht auf jeden Fall auch an einigen Stegen Segelschiffe, schwarze Segelschiffe stehen, die von Elfen bewacht werden und zu Kufen untergeschnallt haben, quasi Eissegler. Das ist das wahrscheinlich, womit die Elfen über das Meer gekommen sind, über das Eis. Also Lothir ist so vom Gesicht her hin und her gerissen zwischen Entsetzen, Trauer und ziemlicher Wut. Jetzt die ganzen Leichen sieht. Ja, sind doch einige gute Freunde von dir, also das heißt gute Freunde nicht unbedingt, aber Leute, die du kennst, dabei. Ikayo wird vielleicht auch ein paar kennen. Wobei es Ikayo merklich schwerfällt, hier zwischen den ganzen Toten irgendwie hin und her zu laufen. Ich will die eigentlich gar nicht ansehen. Ich will auch gar nicht auf die treten. Ich will die auch gar nicht anfassen. Ich will einfach nur hier weg. Man hört den Schlachtenlärm, der von der anderen Seite des Dorfes halt herüberschallt. Wahrscheinlich sind vor dem Ephi-Tempel Gefechte noch am Laufen. Und ihr könnt alle mal eine Probe machen auf Verbergen, denn sonst lauft ihr Gefahr, dass die Elfen, die Schiffe bewachen, euch entdecken, so nah am Kai. Ja. Bei Ilva sieht es schon ganz gut aus. Bei Lothir nicht so. Ich
not for me this time. 15, 16, 20. Ich hab deine Probe gar nicht mitgekriegt, Feder. Was hast du gewürfelt? Meine war 20, 2, 5. Oh, war ja. Und mir fehlen 2, um sie zu schaffen. Kann ich dir sofort sagen? 15. Ja. Ja. Null. Also gerade so geschafft, ja. Ja. Okay. Dann kannst dich gerade so verbergen, aber Ikayu ist so eingeschüchtert und wag es gerade nicht, sich hinter in den Ecken zu verstecken, wo die Leichen liegen. Und, wahrscheinlich habe ich gerade jemanden gesehen, den ich kenne, vielleicht sogar einen der Kinder. Ja, richtest dich dann wahrscheinlich auf und in einem ungeschickten Augenblick und ermöglichst den Elfen gerade jetzt eine Probe, auf, ob sie dich entdecken. Moment. Ja, jetzt darfst du auch mit 20ern gesegnet sein. Ja, müssen ja auch gucken, ob sie euch sehen. Oh, das sieht aber gut aus. 10, 5, 14. Kurz mal die Werte gucken. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt sterbe, schalte ich dann aus? Das ist so Last Man Standing Runde? Wenn du jetzt stirbst, dann bist du erstmal tot, ja. Müssen wir uns was überlegen. Dann habe ich Angst vor mir selbst. Genau, hast du Angst vor dir selbst, genau. Ja. Dann habe ich Angst vor mir selbst, ich darf in keinen Spiegel gucken, keiner darf es mir sagen. Untote Ikayu, ja. Versuch mich umzubringen, du bist aber schon tot, das funktioniert so nicht. Ist kein Problem, dann ist mein nächster Charakter ein Abakanekromant, das kriegen wir schon hin. Das wäre jetzt in der Situation äußerst unterhaltsam. In der Situation, ja. Okay, kriege ich hin. Erhebt euch. Ah, das ist das einzig Dämliche hier. Ich finde gerade die Werte von den Leuten gar nicht. Gewohnheitsmäßig sind Elfen sehr gut in Sinnesschärfe. Ja. Ja, es sind ja keine normalen Elfen. Von denen. Das macht es nicht besser. Elfen mit besonderen Bedürfnissen. Aber ich habe ja Zeit zu suchen, weil der Pölle muss ja auch noch irgendwie mal wieder zurückkommen. So, nehmen wir mal einen der Speer. 10, 5, 14. Die Probe geht auf Sinnesschärfe. Klugheit, Intuition. Sinnesschärfe 11. Oh, der kriegt das mit. Auch relativ deutlich. Und ein Trupp der Elfen, bestehend aus 2 Kriegern wahrscheinlich und 3 dieser komischen Goblin-Viecher, nein, setzt sich in eure Richtung in Bewegung. Beziehungsweise in Ikayus Richtung. Und da ist der Ghost. Kriegst du das mit, ne? Kriegst du das mit, ja. Die machen auch keine Anstalten, das zu verbergen, dass sie jetzt in deine Richtung laufen. Mhm. Ja, Lothian. Die anderen haben sie ja noch nicht bemerkt, deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich eher sowas wie: Auf, ich treffe euch später! Und dann noch habe ich hier Abstand. Mhm. Nehme ich beide in die Hand. Versuch's auf einem anderen Weg, möglichst schnell zum Erfahrungstempel zu kommen. Ja, die Frage ist jetzt: Lauft ihr oder wollt ihr Ikayu helfen? Ehrlich gesagt, stellt sich die Frage für Lothian nicht. Nee, wir sind ein Team. Wir stehen einander bei. Der kennt die, seit die geboren wurde. Das ist jetzt nicht so die Frage. Die hat mir vorhin auch geholfen. Jetzt muss ich ihr auch helfen. Bevor die heran sind, habe ich Zeit, einmal zu zielen oder geht es dafür doch zu schnell? Nee, du hast Zeit. Die kommen ja den Weg hoch zu euch. Wie viele kommen da jetzt? 2 Elfen. Und 3 dieser komischen Goblinoiden, die teilweise auf 4 Beinen, teilweise auf 2 Beinen, das ist nicht so ganz klar, manchmal
gehen sie halt hoch und laufen ein bisschen auf zwei Beinen. Manchmal gehen sie wieder runter und schnüffeln auf den Boden. So eine Mischung aus Hund und Goblin, würdest du sagen. Okay, ja. Wobei man das bei Goblins ja eh nie so richtig sieht. Und blau, ne? Die Schlümpfe. Ja, so ein bisschen bläuliches Fell haben die ja. Kein Goblin-Rassismus hier. Hey. Also es sind keine Goblins, so wie Ilva sie kennt. Ilva kennt Goblins, aber das ist, ja, sind keine Goblins. Keine Goblins. Also vielleicht ist es irgendeine andere Unterart der Goblins, aber zumindest solche Goblins hast du noch nie gesehen. Dann bin ich ja nur noch mehr gespannt, ob die auch so bluten wie normale Goblins. Tun sie. Dann, aber das kann ich dir ja nicht sagen. Nein. Kann Lothier mal einen Pfeil abschießen, bevor es zur Konfrontation kommt und wir auf Initiative würfeln? Ich gehe davon aus, dass ich in der Truppe dabei stehe. Ich habe ja leider nicht alles mit. Du hast dich versteckt. Ich bin mal davon ausgegangen. Kriege ich eine Erleichterung zielen jetzt oder wird das auf den Schaden, wenn ich treffe? Was würdest du sagen? Also mal gucken. Was hättest du denn gerne? Sagen wir mal so. Da wir ohne Trefferzone machen, hätte ich jetzt halt gesagt, ich ziele auf eine für mich deutlich verwundbare Stelle, wo halt keine Rüstung ist. Einfach. Mhm. Und würde das halt anvisieren, um einen möglichst tödlichen Schuss direkt abzugeben. Okay. Ja. Auf wen zielst du? Auf jeden Fall auf einen der beiden Elfen. Ich sag da mal auf den linken Elf. Auf den linken Elfen. Gut. Dann gebe ich dir einfach mal 5 Trefferpunkte mehr für den Schuss. Ich denke, okay, das macht ziemlich was aus. Okay. Ich sollte aber die Werte der Elfen jetzt dann doch mal finden hier. Ach, Quatsch. Was nicht. Wir machen jetzt platt. Attacke 8, Parade 3. Ah, da habe ich sie doch schon. Das sieht gut aus bei Lothier. Ja, treffen würde ich sowas von. Mhm. Dann. Wenn es denn jetzt sieht. So, das ist dann. Auf nahe Distanz. Ist das schon nahe Distanz? Ja, ne? Ja, sag ich mal. Mhm. Das war dann noch plus 2, meine ich, ne? Auf den Schaden. Bei naher Distanz. Nahe Distanz gibt plus 2 auf den Fernkampfwert und plus 1 auf die Trefferpunkte, ja. Ah, okay, so rum. Hm. Ach, da, okay. Wollen wir mal gucken. Das sollte wehtun. Hoffe ich doch. Für dich. Wenn nicht, wäre es sehr peinlich. Ich habe sie aber jetzt gefunden sogar. Benutze meinen tollen neuen Koala-Stift. 19 Schaden. 19 Trefferpunkte. Heilige Ifirn. Geweiht. Falls es ja was ausmacht. 19 Trefferpunkte. Ja, der Elf bricht. Das ist der wütende Schwan. Ja, kannst du, Lothar, beschreib mal, wo du ihn triffst und was irgendwie passiert? Trägt er einen Helm oder ist. Der trägt einen Helm, ja. Okay, Lothier lehnt sich dann halb aus der Deckung, zielt. Schwanengleich stürzt der Pfeil herab und zerschmettert die Bösen. Dann lasse ich los und der Pfeil schlägt einfach in das linke Auge ein und dringt am Schädel hinten wieder raus. Der Elf kippt nach vorne über und bleibt im Schnee liegen. Und die Goblins oder die goblinoiden Wesen stürmen jetzt extra schnell nach vorne. Und wir machen eine Initiative-Runde. Würde im Vorfeld. Wie mache ich das nochmal? Gerne noch einen schnellen Zauber wirken. Ja. Und zwar wirbel ich wieder ordentlich durch die Gegend und freue mich meiner Zauberkünste und spreche die Formel Citus Sicut Fulmen Sim und nehme ordentlich Tempo auf.
Ein Acceleratus quasi. Correctus. Correctus beschreibt. Totalus. Initiative ist W6 plus Initiative wert. Oh ja, genau, danke. Habe ich dir meine Initiative wert nochmal? Das klappt gut. Erste Seite, rechts unten. Und dann plus 1 W6 hast du gesagt. Ah, da. Aha, aha, aha. So, hier sind es 16. Ding, ding. Der alte Mann kann ganz schön schnell sein, wenn er will. Ja. Alle 16. Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss auch mal würfeln hier. So, 29. Erstes für die für den Elfen. Was hatte Pölle hatte? 29. 29. Ja, ich bin ja schnell. Krass. Und was hatte Ilva? 18. Der Elf ist bei 20 und die Goblinoiden sind 13. Einer ist bei. Warte mal. Muss ich meine Schwertwerte, muss ich die von Inni oder? Sorry, egal, minus 2. Ich habe dann doch nur 16, weil ich muss ja, ich bin ja verletzt. Ich habe ja 2 Stufen aktiv. Der zweite ist mit einer 6 bei 19. Und der dritte ist bei 14. Okay. Dann ist zuerst dann jetzt der Goswin dran. Beruhigend zu hören. Ja, ich möchte mich gerne vor, also beziehungsweise so neben Ilva stellen, dass ich quasi für uns beide mit meinem langen Stab parieren kann. Okay. Wenn das geht. Klar. Gut. Ja. Also machst du sonst nichts, sondern euch einfach nur in Position bringen. Ja. Okay. Dann ist der Goblinine dran, der überwindet die Distanz rüber zu euch und steht jetzt quasi vor dir. Der nächste. Achso, und ich sag mal Verteidigungshaltung, sorry. Ah ne, der Elf war vorher noch dran. Der Elf zückt seinen Bogen und spannt ihn. Und der Goblin läuft nach vorne, wie gesagt. Dann ist jetzt mit einer 17 der zweite Goblin dran, der macht dasselbe. Und dann wären gleichzeitig Ikayu und Lothir dran. Ikayu ist schnell, ich habe den Malus durch Schmerz vergessen. Ach ja, und gleichzeitig ist auch noch. Achso, okay, welchen Malus hattest du? 1, also ich habe. Also 15, okay, dann sind jetzt Ikayu und Ilva gleichzeitig dran. Ilva hatte mit dem Abzug auch 16. Bin ich denn schon auf Reichweite? Kann ich schon attackieren? Der Goswin hatte sich ja vor dich gestellt und hatte den mit dem Stab ja auf Abstand gehalten, erstmal den Goblin. Ich weiß nicht, welche Reichweite hat deine Axt? Nah oder? Moment. Wo steht das? Reichweite Mittel. Mittel. Und Goswin hat mit dem Stab? Ich hätte lang, würde mich aber auch für klug genug halten, den Stab ein bisschen kürzer zu packen. Gut, dann kannst du attackieren. Yay. So, warte mal.
Attacke gelingt. Mhm. Der Goblinoid versucht sich zu verteidigen. Und weicht deine Attacke aus. Was für eine Arsch. Guck gerade nochmal nach, ob das wirklich so richtig ist. Ausweichen. Nee, alles falsch. Alles? Ja, schafft er. Der muss da stehen bleiben und eine Axt in den Kopf gerieben. Schafft er. Mit 4 schafft er das. Dann ist jetzt ja gleichzeitig auch Ikayu dran. Ja, ich hatte gefragt, ob mein Hund mit mir dran ist. Das hat sich dann aber erledigt, weil der dieselbe Inni hat wie ich. Mach mal. Gut. Ja, wenn ich merke, dass die anderen sich in den Kampf stürzen, drehe ich natürlich um, nehme einen Stein aus meinem Beutel, spanne ihn in meine Schleuder und rufe meinem Hund zu Fass. Und ja, wenn der erste Goblin quasi an Ilva abgeprallt ist, dann übernehmen wir den. Das heißt, ich würde jetzt auf den, schleudern und mein Hund würde wahrscheinlich auf den springen. Okay, dann schleudere. Ilva abgeprallt ist auch eine gute Bezeichnung. So, ich muss erstmal, ich möchte mit präzisem Wurf, das bedeutet, es ist ja um 2er Schwert. Mhm. So, wo ist mein Wettchen schleudern? Moment. Bin ich denn nicht? Verdammt. Hätte er unter Wurfwaffen? Deine Schleuder, ja. Nee, Schusswaffen müsste das sogar sein, oder? Schleuder ist, hast du Fernkampfwaffe Wert 12 mit. Okay. Sie sollte auch auf Seite 4. Auf, oder, ja, genau. Seite 3 oder Seite 4. Schon länger nicht mehr gemacht. So, ein 20. Schauen wir mal. Nein. Der Stein geht schon mal daneben. So, und dann darf dein Hund noch attackieren. Den gleichen, den auch Ilva attackiert hat, oder? Naja, wir gehen alle auf denselben. Okay. Mal mal, ob du triffst. Ach, nee, trifft auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann ist jetzt Lothier dran, als letztes. Ja, ich habe jetzt quasi meinen Kontrahenten gefunden. Seite. Mhm. Den anderen Bogenschützen. Ja. Da gibt es jetzt ein Bogenschützenduell. Mhm. Dann wollen wir doch mal. Sowas von vorbei. Schießt er vorbei, ja. Toll, ganz toll. Und wir sind in einer neuen Runde und Goswin ist dran. Ja. Entweder verzögere ich jetzt oder ich lenke den Bogenschützen ab. Hm. Ich renne auf den Bogenschützen zu. Ich bin ja schnell. Mhm. Dann kann er nämlich nicht schießen. Okay. Rennst auf den Bogenschützen zu. Ja. Und halte ihn aber auf Abstand. So, sodass ich vielleicht die, dass das Lothi vielleicht die Chance hat, auch noch weiter zu schießen, wenn ich mit dem Stab so auf Länge kämpfe. Ich weiß ja nicht. Vielleicht geht's ja. Okay, du läufst also in seine Richtung und stehst dann quasi vor ihm, bevor er schießen kann. Hoffentlich. Auf Distanz zu volle Stabdistanzlänge. Hm. Ja. Und dann ist als nächstes eben dieser dran. Auf Stablänge kann man aber durchaus seinen Bogen noch abfeuern, würde ich sagen. Ja. Und genau dieses wird er tun. Moment. Okay, das sehe ich aber, dass er da schießt, oder? Klar. Sicher. Ja, dann mache ich was anderes und rempel ihn einfach um. Der war ja eben die ganze Zeit schon am... Ja, egal, dann versuche ich ihm einfach den Bogen aus der Hand zu schlagen mit dem Stab. Ja, also der ist ein bisschen weiter weg von euch, also du kannst hinlaufen. Attackieren kannst du dann aber noch nicht, ne? Na gut! Die Goblins haben auch eine Runde gebraucht, bis sie... aber ich dran war. Okay, der trifft aber mit seiner 15, glaube ich. Ich guck gerade nochmal nach. Nein, trifft er nicht.
Nö, nö. Hast du Glück gehabt. Scheitel rasiert für den Elf. Ja. Gut, dann ist jetzt dran der erste Goblin. Oder Goblinoid. Müssen wir erstmal hier in die Shortcuts reinmachen hier. Greift Ilva an und trifft nicht. Der zweite greift Ilva an und trifft glücklich. Das heißt, halbierte Parade. Du bist gemutet übrigens. Dass man sie gerade nicht fluchen hört. Siehste, hat alles ja seinen Sinn und Zweck. Oh! Oh! Aber geschafft. Hallo. 4 hätte ich gedurft. 3 ist es geworden. Du parierst seinen Schlag gekonnt mit einem Sprung zur Seite. Und. Springe ich jetzt zur Seite oder pariere ich? Ja, du machst so einen Satz zur Seite und schaffst es dadurch, irgendwie so deine Axt in Position zu bringen, dass deine Attacke abgewehrt wird. Hm. Weil du hast ja pariert und bist nicht ausgewichen, ne? Ja, richtig. Und, ja. Und der dritte Goblin ist mit 14. Also, scheiße, der wäre eben noch dran gewesen, aber der hat es verschlafen. Gut. Schade, Goblin. Dann ist jetzt Ilva und Ikayo und ihr Hund dran. Attacke! Das läuft hervorragend heute. Ja, 1W6 plus 2 Schaden. Bitte? 1W6 plus 2 Schaden kriegst du. Krieg ich? Ja. Ach du Scheiße, das muss ich jetzt auch noch selber auswürfeln, mein Elend. Ja, natürlich, du hast doch geschlagen. Ich zauber dir das nicht wieder drauf. 1W6 plus 2. Ach, wenigstens das. Na gut. Etwaige Rüstung darfst du abziehen. Ah ne, Schadenspunkte darfst du nicht abziehen. Entschuldigung. Nein, darf ich nicht. Dann senkt sich jetzt meine Inni um einen Punkt. Dann bin ich nämlich jetzt eine Schmerzstufe weiter. Aber Ikayo kann das ja jetzt bestimmt rausreißen. Nächste Stein fliegt, oder was? Stimmt! Bestimmt kann ich das. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich glaube, ich nehme jetzt den Jagdspieß, weil die Goblins sind ja jetzt mittlerweile ran, ne? Mhm. Gut. Dann, ja. Schleuder weg, Jagdspieß raus. Und dann versuche ich den mal zu hauen. Zu stechen. Jo. So. Bitte, 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 bitte. Nein! Aber ich habe auch Pech! Piekst daneben. Ich habe 17 gewürfelt. So. Aber dein Hund macht das bestimmt besser. Vielleicht ist mein Hund intelligenter als ich. Mal sehen. Ja, das trifft. Ja, okay. Der Goblinoid versucht sich zu verteidigen, schafft das aber nicht. Mache der Hund Schaden. Beschreibe er, wie er das tut. Der Hund. Ja, der also Hund wird beißen. Für den Hund. Und wird beißen. Und beißt mir zwei Finger ab. Mach zwei Finger ab. Ein Trefferpunkt. Ja, ich beiße mir den Finger ab. Okay. Verbeißt er sich in dem Goblinoiden, den das gerade relativ Wurst ist, dass er da gebissen wird. So, dann ist mit Inni 15 der gute Lothier dran. Ja, da steht ja jetzt ein Magier vor meinem Ziel, aber ich versuch's trotzdem mal. Mhm. Ein Patzer wäre jetzt allerdings schlechter, nur ich brauche wahrscheinlich Goswin. Hey, man kann nicht alles haben. Treffen! Yes, okay.
Immerhin hast du keine improvisierte Brandgranate. Ich versuche mal einen Ausweichwurf. Niemals. Mache er Schaden. Zehn. Okay. Ja. Schaden. 9 Pfeil ziehen, nachladen. Wo sind denn die Lebenspunkte? 10 Schaden. Okay, dann ist er drin. Er ist nicht dran. Der letzte Goblin ist ja noch dran. Nicht, dass ich ihn wieder vergesse. Der schnappt, versucht die lange Distanz von Goswins Magierstab zu überwinden. Nö. Goblin? Macht sich ein W6 Pferden. Moment, der Goblin? Mhm, der eine, der dann noch der letzte Runde verschlafen hat und nicht nach vorne laufen konnte. Der ist nicht gelaufen. Was? Ich bin in den Goblin reingerannt? Der steht da neben seinem Elfentyp. Ja. Aber der haut sich gerade selber. Zum Glück. Ups. Ich, Meister, wie kampferprobt ich bin. Immerhin bin ich nicht alleine so blöd, ne? Oh, 7 Schaden für den Goblin. Seht, was meine Aura des Schreckens anrichtet. Ja. Stell dir vor, du wärst auch noch nackt gewesen. Dann wäre ich nicht mehr am Leben, dann hätte ich Kai umgestellt. Okay, neue Runde. Der Elf ist dran und steckt seinen Bogen weg, beziehungsweise lässt ihn fallen und zieht sein Schwert. Wer ist jetzt vor mir dran? Ach nee, stopp, du bist vorher, genau, du bist mit 29 vor dem Mann, ja. Bevor er das tut, hau ich ihm an auf die Rübe. Okay. Toll. Versuche er das. Ja. Ich denke, was ist das, eine 12? Kein Erfolg, würde ich sagen. Looks like it. Okay, dann. Oder ist das eine 20? Das ist wirklich eine 10, ne? Dann ist das eine 20, verdammtes. Ja, 1W6 plus 2 Schaden. Was ist denn hier los, ey? Wir brauchen keine Gegner, wir töten uns einfach selber. Ja! So lustig. Fliegende Suizid-Kommando. Jawollo! Volksfront von Friesow. Drei. Yes! Nimm das, Goswin! Hau drauf! Jetzt okay. Hab ich's dir aber gegeben, Dong. So, wie gesagt, der Elf wechselt die Waffe. Und dann ist jetzt dran der erste Goblin, der gegen Iva versucht anzugehen. Mit was attackiert er eigentlich? Der attackiert mit seinem Krummsäbel. Auf falsche... Falscher Wurf, Entschuldigung. Mit einer 7 trifft er dich. Ja, muss ich ja wohl versuchen zu parieren, wa? Gerade so. Und Axtblatt und Krummsäbel treffen sich klirrend in der Eiseskälte. Ja, und der zweite Goblin versucht das auch zu attackieren. Was soll der Scheiß denn? Ich hab doch nur eine Parade. Der trifft dich aber nicht. Du hast so viele, wie du willst, aber du kriegst Abzüge halt bei jeder weiteren Parade. Ja, okay. So, dann ist jetzt dran die Ikayu, wenn ich richtig informiert bin. Mit Hund. Ich hau den Goblin! Scheiß Dreckvieh! Gibt's doch gar nicht, ey! Ich will den jetzt auch mal treffen!
Ja, sehen Sie heute Abend das Trauerspiel. Nachdem ich das Mannschaftsdeckel über den Rücken. 20, 20. Nein, ich treffe! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen traurig, ne? Wir haben letztes Mal so gerockt und da irgendwelche Krabbenviecher und sonst was abgeschlachtet und jetzt haue ich mich bei einem Kampf gegen den Goblin selber K.O. Also der Goblin kann nicht parieren. Sehr, sehr bitter. Moment. Gott, die Kaiju ist jetzt selber der große böse Wolf. Die bellt schon genauso. Ich will ihm Angst einjagen. Vielleicht nicht jetzt, ja. Oh! Ich mach 11 Schaden! Ich mach 11 Schaden! Blödes Drecksvieh! Okay. Dann ist dein Hund jetzt gleichzeitig noch dran. Ja, ich habe mich einfach in Rage gekämpft und bin einfach so am Bild rumstochern und jetzt habe ich mal glücklicherweise was getroffen. So, schauen wir mal. Der trifft auch! Es könnte nicht. Aber ich verteidige, also der Goblin verteidigt den Hund. Der Goblin verteidigt den Hund. Trotzdem gut. Abzug, ja. Ja. Dann ist jetzt gleichzeitig Ilva und Lothir dran. Ja, es könnte mich möglicherweise in eine tiefe Sinnkrise stürzen, dass Kaiju besser ist als ich hier. Also das ist nicht ausgenutztes Potenzial, du musst sie schulen. Bist ja auch schwer verletzt. Ja, und ich habe jetzt meine Attacke nicht geschafft. Mit 15 die Attacke nicht geschafft? Was hast du nur für Attacke? Ich habe Attacke, was habe ich denn da, 19 oder 18? 19 tatsächlich, oh, dann habe ich es doch geschafft. Aha. Ich habe ja drei Punkte Abzug wegen Schmerz. Aha, siehst du mal, der Goblin versucht sich wieder zu verteidigen. Nö. Nö, dann darf ich. Ja. Darf ich ihn hauen? Mhm. Yes. Zerteil ihn jetzt doch endlich. Nehme an, dass ihr alle auf denselben Goblin haut, ja? Natürlich. Was war nochmal der? Sag immer Goblin, es ist ein goblinoides Wesen. Die anderen Goblins stehen drumherum und was mit uns? Und der so, warte, bis du dran bist. 13. Ja. Beschreibe mal, was du mit dem armen Goblin anstellst. Ich nehme meine Axt und ziehe sie ihm in den Schädel. Klong. Bleibt sie da stecken oder? Nein, natürlich nicht. Sie gleitet hindurch wie Butter. Was meinst du denn, wie ich die schön geschliffen habe? Bleib da stecken. Was weiß ich? Okay, ein Goblin weniger. Hältst du denn bitte von meiner Waffenpflege? Hallo? Jetzt bin ich angegriffen. Lothir. Ja, da ich eine Aktion Nachladezeit habe, aber ja jetzt nur schieße und deswegen auf die Parade verzichte, müsste das gehen eigentlich in der Runde. Ja. So, dann hoffe ich mal, dass es wieder so gut läuft wie letztens. Und zwar mache ich jetzt eine 4. Der Ausweichenwurf kommt sofort und wird nicht geschafft. Mit ein bisschen Glück war es das jetzt für ihn. 10. Nö. Der kriegt wohl einen Pfeil ab und der ihm auch wehtut, aber es war noch nicht das für ihn, ja. Dann sind wir. Der letzte Goblin ist noch dran, der bei Goswin noch steht. Und der schnappt nach Goswin. Baller doch. Nö. Ha! Schied ihm recht. Nachdem er sich schon beömmelt hat, weil ich mich selber geschlagen habe. Nächste Runde. Der eine Goblin vor Ilva und Ikaju versucht jetzt, weil Ilva jetzt ja zu sehr stark war, auch Ilva nochmal anzugreifen. Trifft mit seinem krummen Säbel. Ilva verteidigt sich nicht. Ein D6. Plus 4. Oh, nochmal. So, 8 Trefferpunkte.
Oh, please, Rüstung. Oh, bitte, Rüstung. Rüstungsschutz. Ich sage übrigens jetzt eine Verteidigungshaltung an. Ne? Ach ja, du, genau, du bist ja vorher dran. Ja, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ich will ja nicht attackieren. Ich mache eine Verteidigungshaltung. Ja, Entschuldigung, ich habe dich übergangen. Kein Thema. Ich habe auch meinen eigenen Elfen übergangen. Ja, das finde ich auch nicht so schlimm. Der ist irritiert durch den Fall, der ihn gerade getroffen hat. Hätte dann jetzt 4 Schmerzstufen. Und du bist K.O. Ja. 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 Lothir sieht neben Ikayu und Lothir sehen neben sich Ilva zusammenbrechen unter der Attacke des Goblinoiden-Wesens. Das ist jetzt im doppelten Sinne echt Scham. Schande. Okay. Der Elf hat, ist ja vor lauter Treinigkeit nicht dran gewesen. Das heißt, es ist jetzt Ikayu dran mit Hund. Ja. Ich, böser Goblin und so. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein. Ich sag nein. Computer sagt nein. Ja, mal sehen, was mein Hund sagt. Mein Hund sagt, ich treffe mit einer 2. Der Goblin sagt, verteidigt sich nicht. Gut. Sagt mein Hund jetzt, weil ich zwei heiße Finger abgestimmt, weil ich bin schrecklich ineffektiv. Hey, 6. Nein, 7 Punkte. 7 sogar, okay. 7. Okay, okay. Der kriegt plus 1. Ne, sogar plus 2, sind 8. 8? Wird der immer besser? 8. Ja. Okay. Ich bin begeistert. Okay, okay. Dann hat er jetzt schon eine Stufe Schmerz, der arme Goblinoid. Ja, ich habe ihn mit angebissen. Genau, dann ist jetzt der Lothir und der Goss. Ne, der Goss wäre nicht mehr, aber der Lothir ist dran und Ilva leider nicht, weil sie ist ja gerade zusammengebrochen. Ja, das entwickelt sich gerade unglaublich gut. Pfeil, Flieg und Sieg. Treffe. Nicht. Scheiße. Aha. Der Pfeil geht daneben. Okay. Dann sind wir in einer neuen Runde und der Goswin ist dran. Diesmal vergesse ich ihn nicht. Verteidigungshaltung! Gut. Dann ist der Elf dran, der den Goswin angreift und versucht, die lange Distanz des Stabes zu überwinden. Nein. Und als nächstes ist Schmerz gab auch minus 1 schon auf die Inni, ne? Ne, ne Geschwindigkeit, okay. Gut, dann greift der Typ noch, er ist eh vor euch dran, der Ikayu an. Der Goblin. Und trifft. Ich denke, das ist nicht verteidigt. Fünf Trefferpunkte. Dann sind jetzt Ikayu und ihr Hund dran. Ich muss mich nochmal ragen. So, scheiß Goblin! Ja, es hilft! Trifft? Treffe. Versucht sich zu verteidigen? Treffe. Nein, niemals mit einer 19. Wunderbar! So. Jetzt 1. Ich treffe ihn mit einem kleinen C. Hey! 9 Punkte! 9? Von mir. 9? Plus 5? Ja, ich krieg plus 5 bei meinem Jagdspieß. Ach. 1 bis 6 plus 5. Gut, gut. Dann sind das 9. Okay. Dann der Hund. Go, go, Liska. Oh, der Hund ist in Fahrt.
Er hat Blut geleckt. Ja, der Goblin auch. Oh, ey, der Goblin hat mehr Zweien gewürfelt als ich in diesem Spiel. Irgendwas ist hier falsch. Das ist ein anderer Goblin. Ja, ja. Und es ist, eigentlich ist es gar kein Goblin, sondern ein goblinoides Wesen. Ja. Epischer Goblinoid. Ich habe eben schon wieder einen der Goblins vergessen. Verdammt. Dann ist jetzt dran der Lothir. Ja, ja. Das hat gerade ja keiner gesehen. Treffe. Ein Ausweichversuch? Niemals. Schlimmer wäre es, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, locker. No? 9. Aber damit fällt der Kerl vor Goswin auf den Boden. Ohne nachzudenken, den nächsten Pfeil ziehen. So, dann ist dran der letzte Goblin vor Goswin, der immer noch versucht, den Stab zu überwinden. Der wird am goswinoiden Bollwerk scheitern. Ratata, ratata, ratata. Na, kommt's noch? Kommt's noch? Lady Luck, hallo? Discord? Da kommt's, 14. Nein, kein Treffer. Dann ist auch Goswin direkt wieder dran. Verteidigungshaltung! Okay. Dann der Elf ist hin. Dann ist noch der Goblin vor Ikayu dran. Der nicht trifft. Und dann ist Ikayu selber dran mit ihrem Hund. Ja, ich und mein Eins-Hund, wir geben ihm jetzt richtig. Wir geben es ihm jetzt richtig. Habe ich so gerade beschlossen. Mit der 7 gebe ich dem auch richtig. Ja, verteidigt sich auch nicht. Wieder 9. Ja, und spricht auch der zusammen. Stirb endlich, du Mistvieh! So, dann ist jetzt der Hund noch dran. Den kann ich noch attackieren? Ja, vor dir steht keiner mehr. Vor dem Hund auch nicht. Okay. Hat der Blutrausch? Meinst du, der greift jetzt Lothir an oder so? Nee, aber da ist doch noch was vor dem Speer von Goswin. Ja, da muss er aber erst hinlaufen. Dann kann er da jetzt hinlaufen. Dann pfeife ich Liska und sag, los, komm! Ja, du warst ja, gut, no. Der Hund läuft, dahin. So, dann ist der Lothir dran. Da ist jetzt noch ein Goblin. Ein Goblin, ja. Ein Goblin-Dings. Mhm. Ein goblinoides Wesen, ja. Treffe. Das versucht auszuweichen und schafft es. Ja. Dann ist jetzt das goblinoide Wesen selber und versucht wieder an Goswins Speer vorbei. Nicht Speer, Oh, meisterlich! Na gut. Angespornt durch den Tod seines Chefs. Ich versuche mal halbiert zu verteidigen. Kann man schon. 7 reicht. Nein. Na, dann ist er jetzt auf Kampfdistanz. Na gut. Okay. Und Ikayus Hund ist dran. Goswin selber ist dran. Entschuldigung, neue Runde. Du weißt schon. Verteidigungshaltung. Okay. Dann ist jetzt allerdings wirklich Ikayus Hund dran und Ikayu gleichzeitig. Ikayu kann dazulaufen und ihr Hund kann schon attackieren. Hell yeah. Oh! Ein Hund ist gut drauf. Mhm. Der Goblin auch. Ja, jetzt. Macht sich, das war ja nur das Ablenkungsmanöver. Ja, du selber kannst nicht attackieren, du kannst erst dazulaufen. Okay, gut. Dann so. Kann ich mir die aufheben für die nächste Runde? Ja, von mir aus. Dann, ist jetzt dran der Lothir. Jo, jo, jo.
Da stehen jetzt inzwischen drei Leute vor deinem Schussfeld. Krieg ich eine Erschwerung so langsam, oder? Ich denke auf jeden Fall, ja. Ich denke mal, so eine minus 4 ist angebracht. Wenn du meinen Hund erschießt, dann haben wir ein Problem. Ich bin sowas von Latte, ich schieße am Hund vorbei, an die Kajus Ohr und goss mir zwischen den Beinen hindurch, gar kein Problem. Ja, der Goblinoid scheitert auch daran, dem Pfeil auszuweichen. Jetzt mach aber mal richtig Schaden hier. 11. 11. Okay. Das ist wie der Suchpfeil. Er versucht nochmal auf Goswin einzuprügeln mit seinem Säbel. Trifft ihn aber nicht. Und ins Goswin dran. Keine Verteidigungshaltung. jetzt prügelst du doch noch auf ihn drauf, ja? Mit keiner behaupten kann, ich hätte ja nicht zugeschlagen. Na gut, wollen wir mal gucken, was draus wird. Ich bin gespannt. Es ist ein Treffer. Mhm. Es ist keine Parade. Und das bedeutet 1W6 plus 2 Schaden. Also Treffer. Mächtige 1W6 plus 2. Das ist halt ein Magierstab. 3! 3? Wow. Ihr wundert euch bestimmt jetzt nicht mehr, warum ich die ganze Zeit die Verteidigungsseite verstehe. Naja. Ich würde sagen, jetzt ist der Hund von Ikayo und Ikayo selbst dran. Attacke! Die eine von dir doch, war ja schon geglückt eben, ne? Kann ich schon mal verteidigen. Nee, kann ich nicht. Ja, ich hatte ja die 6 gewürfelt. Darf ich mir die aufheben oder würfel ich noch? Ja, ja, die habe ich gerade nicht verteidigt, die 6. Gut, dann mal jetzt Schaden. Ja. 7. 14 plus 7. Ja, damit fällt auch der in den Schnee und klappt vor dir zusammen. Mein Hund geht trotzdem drauf. Ja. Trifft ihn automatisch, weil er sich nicht mehr wehren kann, macht nochmal Schaden und. Ja. Mach's tot! Tötet ihn wahrscheinlich damit. Ja. 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 Oh, tot. Aktion 1. Ilva ansehen. Ilva ist schwer verletzt. Der Schlag des Goblinoiden mit dem Säbel hat sie nochmal, hat die eh schon klaffenden Wunden nochmal deutlich vergrößert. Erste Hilfemaßnahmen. Und dann nicht sie weg in den Effort-Tempel. Schneide sie dir auf den Rücken und ab geht's. Ikayuk, kannst du meine Pfeile einsammeln? Ja, bestimmt. Sammel Pfeile ein. Muss jetzt mal der Koali sagen, wie viel noch zu gebrauchen sind. Ich sag mal, die Hälfte von dem, was du verschossen hast, ist noch wieder zu brauchen. Dann würfle ich jetzt mal Heilkunde Wunden. Das kann ich nämlich. Man glaubt es nämlich kaum. Also theoretisch kann ich's. Das schaffe ich, dann bin ich bei 2 Erfolgsgraden. Ja, kriegst du 2 extra wieder. Beim nächsten Mal sammelt Ilva jetzt ja gerade schon ordentlich. Wenn sie denn mal zur Ruhe kommen würde, dann... Sag mal, diese Goblinoiden, bluten die eigentlich ganz normal? Die bluten irgendetwas eine dunkle Flüssigkeit. Mhm. Kein rotes Blut. Ja. Riecht das Blut nach irgendwas? Außer Eis? Obwohl, wird ja nicht drin sein. Es stinkt vielleicht. So nach Abfall. Ist Ilva bei Bewusstsein oder ist sie bewusstlos noch immer? Ist immer noch bewusstlos. Ja. Ihr habt denen jetzt ja nur die Erstversorgung gemacht. Sodass sie nicht weiter dahin siecht. Und den Bogen auf die Schulter. Oh. Im Soldatengriff über die Schulter. Ja. Dann lauft ihr jetzt Richtung Tempel. Schwerer, als die aussieht. Und auf dem Tempelvorplatz angekommen, seht ihr, dass dort auch ein Kampf im Gange ist.
und eins von diesen großen Krabbenwesen gerade von zwei Dorfbewohnern niedergestreckt wird. Hat auch einige Pfeile schon im Körper stecken. Einige Elfen sind wohl auch schon tot und viele, viele Dorfbewohner, die die Barrikaden verteidigen, sind schon gefallen. Der Tempel brennt auch, zumindest das Dach. Und aber anscheinend haben es die Dorfbewohner geschafft, irgendwie jetzt die erste Angriffswelle schon mal zurückzuschlagen. Denn anscheinend ziehen sich die elfischen Angreifer zurück. Und schon fangen die ersten Dorfbewohner an, das Feuer auf dem Dach des Tempels zu löschen. Auf dem Vorplatz ist es, als ihr dann dahin kommt, da fliehen die ersten Elfen, dann auch kein Gegner mehr zu sehen. Der Lothier rennt so schnell er kann mit Ilva auf den Schultern in Richtung Tempel. Ja, kannst von Weitem erkennen, dass einige der Dorfbüttel dort irgendwie auch schwer gezeichnet mit so Streithämmern stehen, die sie wohl gleichzeitig mit so ganz einfachen Holzschilden benutzt haben. Einige der Schilde scheinen improvisiert zu sein, also irgendwie ganz schnell zusammengezimmert. Einige der Robbenjäger haben mit Pfeil und Bogen und mit Speeren gekämpft und auch das Leben gelassen teilweise. Als ihr die Barrikaden erreicht, lässt man euch natürlich schnell rein. Und schiebt die große, schwere Tempeltür auf. Und ihr könnt ins Innere rein, wo viele verängstigte Frauen, Kinder und ältere Leute irgendwie gerade von Nornara versorgt werden. Sehe ich die Kinder, die ich in den Wald geschickt habe? Nee. Die sind ja auch noch da draußen, scheiße. Okay. Die sind halt in den Wald gelaufen. Ja. Wie versorgt Nornara die denn? Sie huscht halt zwischen so improvisierten Feldbetten. Man hat so die Gebetsbänke so zu Betten umfunktioniert. Auch sonstige Feldbetten improvisiert irgendwie oder so Matten mit so Tüchern geformt und teilweise wirkliche irgendwie Betten, wo auch immer die herkommen, irgendwie hereingezogen. Und überall liegen Verletzte herum und sie hutscht halt so von einem zum anderen und scheint irgendwelche Heilsalben oder Verbandszeug zu haben. Und auch ihre, wie hieß sie noch, die Kleine? Ihre Vika. Genau, Vika seht ihr auch, die macht dasselbe. Dann würde ich wohl versuchen, ihr auch zur Hand zu gehen. Ja. Ihr versorgt die Verwundeten. Ich brauche noch einen leeren Platz. Du kannst noch so eine Art improvisiertes Strohlager sehen, das noch leer ist, und kannst Ilva da irgendwie drauflegen. Bevor Goswin sich den Verwundeten zuwendet, würde ich ihn mal kurz auf die Schulter tippen. Kannst du dich noch in einen Vogel verwandeln? Erzähl mal erst. Es ist eine Gruppe Kinder, die ist immer noch im Wald. Ich habe sie aus dem Dorf rausgeschickt und während ich eine Gruppe Goblins von ihnen abgelenkt habe. Die sind nicht hier. Das heißt, entweder sind sie immer noch im Wald und verstecken sich, oder sie sind tot. Aus der Luft kannst du das schneller rausfinden und sie vielleicht sogar hier hinbringen. Abgesehen davon kannst du aus der Luft herausfinden, ob der Feind sich wirklich zurückzieht oder sich sammelt, um dann konzentriert gegen die Barrikade hier zu laufen. Ich sag's so. Das wäre meine letzte Kraft. Und ich glaube, sollten die sich tatsächlich konzentrieren, kann ich die hier besser gebrauchen als durch Aufklärung.
Mit den Kindern? Was soll ich machen, wenn ich sie gefunden habe? Ich kriege die nicht alleine hierhin zurück. Und du weißt gar nicht, wo genau du zu suchen hast. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal rausgehen und sie suchen. Bleib so lange hier. Wir werden nachher nach ihnen suchen. Die ziehen sich zurück. Du hast es doch gesehen. Ja, ziehen sie sich zurück oder sammeln sie sich? Das ist hier die Frage. Weil die Schiffe sind immer noch da. Sammeln sich bestimmt nicht, um in den Wald zu marschieren. Na gut. Hast du recht. Na. Lothir irrt zwischen den Bänken hin und her und sucht vielleicht auch verzweifelt nach einem bekannten Gesicht. Das erste bekannte Gesicht, das du siehst, ist der Effert-Geweihte des Dorfes, der mit schweren Wunden am ganzen Körper irgendwie, man hat ihm einen Arm abgetrennt und dass der gerade irgendwie hilfsbemäßig irgendwie verbunden ist. Und auch sonst sieht er sehr, sehr mitgenommen aus. Aber scheint noch ganz, also scheint nicht bei Bewusstsein zu sein, aber er atmet ganz flach. Und ein paar Betten weiter entdeckst du auch deine Freundin, die allerdings auch schwer gezeichnet aussieht. Einen großen Schmiss quer über das Gesicht hat. Und ihr eh schon, sie war ja gehbehindert, hat ja ein Bein weniger, das siehst du gerade auch nicht. Also das Holzbein, was sie sonst trägt, ist gerade nicht zu sehen. Ist die denn bei Bewusstsein oder ist die auch weg? Sie hat zumindest gerade die Augen geschlossen. Da würde ich mich dann doch mal ins Bett setzen und ihr dann so über die Haare streichen. Na, dann wird sie aufwachen und dich ansehen. Und ein Lächeln versuchen, was dann sofort irgendwie dazu führt, dass der Verband, den sie um das Gesicht gewickelt hat, ein leichtes Rotfärbung bekommt. Nicht lächeln. Wo warst du wieder tapfer? Hm? Fängt ein bisschen an zu röcheln und dann nickt sie nur. Ich weiß, das bringt jetzt nicht so viel, aber also Lothir nimmt eine Schwanenfeder raus, streicht Gesicht, gibt dir dann einen Kuss auf die Stirn und dann wirklich den kleinen Heilsegen. Mhm. Also ein Trefferpunkt, was aber auf jeden Fall, denke ich, reicht, um die Naht wieder zu schließen. Ja. Im Gesicht, die gerade aufgeplatzt ist. Mhm. Ja. Du hast das Gefühl, dass sie mitbetet, während du dein Gebet sprichst. Ist eigentlich noch ein Geweihter sonst hier, der irgendwie noch, ich sag mal, unternehmungsfähig aussieht? Du siehst keinen Geweihten mehr. Na super. Der Effert-Geweihte ist zwar der einzige, den du jetzt so auf die Schnelle sehen konntest. Du weißt aber, dass es zwei Effert-Geweihte auf jeden Fall gab. Und dass auch ein Pereine-Geweihter sich eigentlich hier aufhalten müsste im Dorf. Hat jemand die anderen Geweihten gesehen? Und dann meldet sich so einer der... eine Frau meldet sich bei dir, die relativ wehrhaft aussieht. Du erkennst sie dann auch, hey, das ist wahrscheinlich eine von der Händlertruppe. Ist das nicht die Torvlerin? Und sie meint, sieht noch relativ wehrhaft aus und meint dann, sie haben die Geweihten als erstes geholt. Ich habe gesehen, wie sie den anderen Effert-Geweihten in die Schatten gezogen haben. Der da hat gekämpft wie ein echter Torwaller. Deutet auf den Effert-Geweihten, der da liegt.
beug mich dann nochmal zu Nirala rum. Ich bin bald wieder da. Ich streiche dir nur nochmal so über die Wange. Mhm. Also schließt die Augen wieder. Und dann macht Lothar halt seine Runde quasi wieder und überlegt sich, wenn der Effet-Geweihte stirbt, ist er der verbliebene Geweihte. Mhm. Das ist jetzt irgendwie so. Ja. Ja, ansonsten kannst du da jetzt gerade keinen Geweihten ausmachen. Und Ikayo wollte ja nochmal nach draußen. Goswin hilft den Leuten noch, die mit zu verbinden, die Wunden zu versorgen. Siehst, dass die meisten, die hier liegen, wohl anscheinend im Kampf, also in Gefechten irgendwie verwundet worden sind. Also sonst irgendwie kaum Frauen oder Kinder verletzt sind. Also zumindest, oder alte Leute halt, die sind wohl relativ sicher geflohen. Oder halt direkt gestorben auf der Flucht. Aber die Verletzten, die es hier zu versorgen gilt, die sind da ganz, haben alle eindeutige Kampfwunden. Und wohl die, die den Tempel verteidigt haben bis zum letzten. Und Ikayo geht nochmal raus. Und wo willst du jetzt in welche Richtung loszischen? Du bist noch gemutet. Muss mal eben die Karte aufrufen. Mhm. Weil ich ja wieder dahin will, wo ich die Kinder quasi in den Wald geschickt habe. Ja. Ich kann auch gucken, wo der Tempel nochmal genau stand. Ist irgendwo halt ganz im Süden der Karte. Er hatte nochmal die Nummer. Im Süden der Karte, einfach irgendwo da, wahrscheinlich, wo das einzelne Haus da im Süden ist. Da hast du sie wahrscheinlich verlassen. Okay, das heißt, es ist ja schon relativ nah am Wald. Mhm, genau. So weit hattest du sehr begleitet. Dann kann ich mich ja theoretisch. Ich meine, ich hätte irgendwo bei der 5 oder so, irgendwo da in der Ecke hätte ich gekämpft. Ja. Kann ich mich ja theoretisch hinten am Tempel raus in den Wald schlagen und dann hinter der Waldlinie durch den Wald laufen, um die Kinder dort zu suchen. Also wieder am Hafen lang unten und dann am Lagerhaus vorbei in den Wald oder wo willst du hin? Weil der Tempel ist T1, ne? Dieses runde blaue Gebäude rechts oben. Ja, ich will halt nicht an den Booten vorbei, also werde ich den großen Umweg gehen müssen. Okay. Ja, das andere bleibt mir ja nicht übrig. Also nicht am Hafen lang, sondern wo? So Richtung 3. Mhm. Und dann da an der Küste entlang, hinter den Häusern vorbei, schön am Strand entlang. Und okay. Zu dem kleinen viereckigen Haus in den Wald. Ja, dann kannst du auf deinem Weg halt auch etliche eingestürzte oder noch brennende Häuser erkennen. Mhm. Viele, viele Tote auf den Straßen. Und als du an der Küste dann vorbeiläufst, kannst du auch sehen, wie einer der Eissegler gerade irgendwie nach Norden weiter wegfährt. Okay. Also quasi durch die Bucht da wahrscheinlich aufs Eis rausfährt. Das heißt, sie sind mit uns wahrscheinlich fertig. Gut. Ja, dann gebe ich mein Bestes. Ich habe Liska mitgenommen, damit sie die Fährte der Kinder aufnehmen kann. Mhm. Ja, und dann werde ich versuchen, die zu finden. Ja, dann mach mal eine Fährtensucheprobe. Yes, sir. Erschwert um 1. Also jeder von den Würfen nochmal einen, also hast du 14, 18, 12 gewürfelt quasi gerade. Okay. 14, 8. Das passt.
Geschick. Passt. Habe ich aber null über. Eine Qualitätsstufe, dann erkennst du ein paar Spuren der Kinder, die das scheinbar relativ geschickt gemacht haben, sich irgendwie ihre Spuren zu verwischen. Und zumindest haben sie Anstalten gemacht, die Spuren zu verwischen. Deswegen fällt es dir gerade so schwer. Aber du hast sie gerade noch so irgendwie gesehen. Eilst dann zwischen die ersten Bäume in den Wald und siehst dann auch irgendwie relativ schnell ein Baumhaus oben in einem Wald. Sehr gut, dann stelle ich Lieske auf Wache ab und würde dann mich da drunter stellen und leise nach oben rufen. Hey, Kinder, seid ihr da? Es kommt ein roter, lockiger Kopf irgendwie unten aus der Luke. Geht's euch gut? Kopf nickt. Okay. Die Schiffe legen ab. Wir haben uns im Tempel des Efforts verschanzt. Ich bin hier, um euch abzuholen. Mhm. Gut. Dann führst du sie vom Baumhaus wieder quer durch die Stadt? Auf dem gleichen Weg, den du gekommen bist? Theoretisch ja, aber wenn wir unten, quasi ganz unten an der Küste, irgendwie ein leeres Boot erwischen oder so, dann würde ich die lieber alle in ein Boot packen, einen Teil fahren. Ja, ihr habt keine Eissegler da, ne? Also es sind alles... Aber hier unten ist die Bucht komplett zugefroren? Ja, die ist komplett zugefroren, ja. Okay. Dann können wir aber theoretisch auch übers Eis laufen, damit die halt nicht durch die Stadt müssen, wo die ganzen Leichen liegen. Ja. Dann lauft ihr durch, halt über das Eis und dann an Nonaras Hütte vorbei, die auch kaputt ist. Die Beete irgendwie alle kaputt, die Pflanzen alle kaputt gerissen, Richtung Tempel. Ja. Ich würde einfach nur noch mal kurz in Nonaras Hütte gucken, um zu sehen, ob die Kröte nicht zufällig noch drin ist. Kannst du nicht sehen, ne. Zwischen den ganzen Trümmern eine kleine Kröte erkennbar. Okay, dann bringe ich die Kinder zum Tempel. Keine Ahnung, wie viele es jetzt im Endeffekt sind, aber ich bin mir sicher, alle werden froh sein, sie wieder da zu haben. Gut, dann verwendet ihr den Rest des mit kleinen kundschaftlichen Ausflügen wahrscheinlich, um zu gucken, ob die wirklich abhauen. In der Tat sind die ganzen Eissegler alle abgelegt. Und diese schwarze Blase mitten auf dem Eis kann man auch nicht mehr erkennen, als ihr euch so weit hinaustraut. Und ist schon eine ganze Weile her, dass ihr irgendeinen der düsteren Kämpfer gesehen habt. Todesschreie sind verstummt zwischen den Gassen und Häusern. Hier und da könnt ihr noch irgendwie ein Stöhnen oder ein Wimmern vernehmen und helft irgendwie verschütteten Leuten oder Leuten, die irgendwie verletzt sind auf den Straßen noch, an die man vielleicht vorher für tot gehalten hat. Die Flammen werden relativ schnell gelöscht von den Leuten, die vorher den Tempel verteidigt haben. Und vielleicht beteiligt ihr euch da auch dran. Jede Menge Blut färbt die Gassen in ein ganz merkwürdiges rotes Dämmerlicht oder eine sehr rote Szene. Der ganze Schnee ist halt, der da gefallen ist, färbt halt alle Gassen in eine rote Farbe. Und auch die Dunkelheit auf dem Meer ist zurückgewichen. Und der Mond, der jetzt hinter einer großen Wolke vorbeikommt und endlich aufzugehen scheint und richtiges Licht rein auf die Stadt wirft, lässt euch ein grauliches Schlachtfeld sehen. Ungefähr 90% der Häuser sind zerstört oder angezündet. Über die Hälfte von Friesows Einwohnern sind bestimmt gestorben an diesem Abend. Ja. Das ist schlimmer als zu Gloranas Zeiten. Ja. Sie steht, also die Elfen scheinen gezielt vorgegangen zu sein. Und waren anscheinend relativ effektiv. Nur den Tempel haben sie halt irgendwie nicht einnehmen können. Wahrscheinlich, weil die Götter da dagegen waren oder vielleicht auf eurer Seite gekämpft haben, auf irgendeine Art und Weise.
Lothir entdeckt aber inzwischen auch einen weiteren Geweihten, nämlich eine Hesinde-Geweihte, die zwischen den Trümmern wohl gefunden wurde. Und eine ihrer Akolyten, ein junger Akolyt von ihr. Ja. Hallo. Also wenn du mit ihr reden willst, dann sagst du Hallo, ja. Hesinde zum Gruße. Das ist man total verstört und... Er fährt zum Gruß. Was? Komm. Was war das? Das Böse. Nickt nur, sagt nichts. Elfen. Seltsam aussehende Elfen. Elfen, warum sollten Elfen uns angreifen? Ich weiß es nicht, aber meine Göttin warnte mich vor ihnen. Zu spät anscheinend. In gewisser Weise. Auf der anderen Seite, ich war ja gerade... Vielleicht konnte ich ein paar Leben dadurch retten, indem ich rechtzeitig die Bewohner aufraffen konnte zur Verteidigung. Sonst wären sie vielleicht in ihren Betten überrascht worden. Kann ich noch irgendwie helfen? Irgendwas muss ich doch noch tun können. Und du merkst irgendwie, dass sie irgendwie sehr einen großen Tatendrang an den Tag legt. Naja, es gibt viele Verwundete zu versorgen. Es mangelt gerade nicht an Arbeit. Ich glaube nur, also ich schau mal ihre Robe kurz an. An lehrreichen Lektionen sind gerade wohl nicht so viele interessiert. Ich heb so einen schuldigen Schultern. Nickt nur schnell. Ja, Nornara wird sich zwischendurch auch um Ilva gekümmert haben und Ilva zumindest wieder zum Bewusstsein gebracht haben. Und die aber dann schnell auch irgendwie ein Getränk eingeflößt haben, das die relativ gut tut und irgendwie so eine Art heißen Tee, der relativ widerlich schmeckt. Aber sie meint irgendwie, dass du stark genug sein musst, um den ganz auszutrinken. Genau, die Karte kann wieder ausgeblendet werden. Entschuldigung, ja, danke. Und ja. So möchte Ilva vielleicht versuchen, dann zu schlafen. Und wenn die anderen halt nicht mal weiterhelfen, also irgendwann werden auch eure Knochen halt irgendwie schwach werden. Und ihr werdet irgendwie die Strapazen der Kämpfe halt auch irgendwie des Abends, weil jetzt ist es schon sehr, sehr tief spät in der Nacht. Irgendwann holt sich der Körper auch wenn das Adrenalin nachlässt. Was er braucht. Ihr könnt natürlich irgendwie versuchen, wach zu bleiben und weiterzuhelfen. Aber nach einer Zeit wird Goswin auch feststellen, dass alle relativ gut versorgt sind. Hin und wieder kommen noch einige Nachzügler, die man irgendwie aus der Stadt noch bringt, aber die sind alle relativ wenig verletzt im Vergleich zu dem, was er hier vorher schon vor. Die meisten haben sich irgendwie versteckt oder sind irgendwie eingeschlossen gewesen oder so. Irgendwann hast du dann halt auch, haben du und Nornara und auch die Hesinde-Geweihte mit ihrem Akoluten, die auch sehr, sehr gut helfen und auch die einige Frauen aus dem Dorf und Männer helfen auch, die Verwundeten so weit versorgt, dass er irgendwie dann da steht, früh am Morgen vielleicht, so 1-2 Stunden bevor die Sonne aufgeht und dann irgendwie auf euer Werk guckt und meint so, jetzt haben wir erstmal alle versorgt gekriegt, so weit wie wir konnten. Ich werde in der Zwischenzeit die Anweisung rausgegeben haben, die Elfen liegen zu lassen und nicht anzufassen. Ja. Wir müssen uns erst darum kümmern, wer weiß, was die mit sich rumschleppen. Die haben Dämonen im Schlepptau gehabt. Wer weiß, was die für Talismane oder so tragen. Mhm. Apropos Talisman. Ja. Sag mal, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Leuchtesteinchen?
Meinst du das hier? Ich hole das mal so raus. Ja, genau das. Sobald wir mehr Konzentration haben, werde ich mich mit ihrer Gnaden und zeige so Richtung Richtung Gesindige weiter, mal darüber unterhalten. Aber da sind wir jetzt definitiv nicht konzentriert genug für. Ich brauche jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. So, ich dachte, wir haben schon geschlafen. Nee. Das ist Gut. Also Goswin zumindest. Dann stimme ich dir zu. Okay, dann könnt ihr euch alle noch eine Mütze Schlaf gönnen und regenerieren. Oh. Was besonders für Ilva jetzt interessant wird mit den ganzen Boni, die sie jetzt auf die Regeneration kriegt. Kriegst du auch nochmal durch die Versorgung von Nornara und so, kriegst du auch nochmal plus 5. Steht morgen auf, ist wieder fit. Und als dann die ersten Sonnenstrahlen euch wecken und ihr irgendwie dann auch wieder bei Tageslicht, beim ersten Tageslicht aus dem Tempel heraustretet, ist das Fazit, was ihr da seht im ersten Sonnenlicht, sehr erschütternd. Das Feuer hat sich über fast alle Holzhütten ausgebreitet und hat nur verkohlte Gerippe zurückgelassen. Aller Orten durchsucht man die übergebliebenen Trümmer noch nach Brauchbarem. Fassungslosigkeit steht auf den Gesichtern der Dorfbewohner geschrieben, während sie Nahrungsreste, feste Kleidung und Verwertbares in Bündeln zusammensuchen. Man hat durch das Feuer ist das Eis am Hafen geschmolzen. Die Schiffe, die dort gelegen haben, vom Eis eingeschlossen, haben inzwischen krumme Schiffsmasten oder sind ganz gesunken. Und Frisov ist in dieser Form in diesem Winter nicht mehr bewohnbar. Doch wo sollen jetzt alle Leute hin? Im Zweifelsfall umliegenden Städte. Frigorn wäre vielleicht noch möglich. Schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Erinnerst du dich, was die Elfen den Hafenarbeiter gefragt haben, den sie gefoltert haben? Welche umliegenden Städte gibt es hier in der Nähe? Naja. Aber wir können können nicht hier bleiben. Das ist richtig. Aber wir können auch keine dicht besiedelten Flecken im Erde aufsuchen. Das sind die nächsten Ziele. Wir können sie noch nicht mehr warnen, weil Menschen weiter in den Norden ziehen können wir auch. Wohin? Also im Gespräch auch zwischen den Dorfbewohnern gibt es mehrere Varianten. Die Igeljovs, die ganze Familie hat die Schlacht überlebt, sind dafür, nach Glündhaven aufzubrechen, das wohl weiter weg ist, aber in Glündhaven ist wohl die Stadt ist wohl relativ gut ausgebaut und auch beherbergt auch Truppen, mittelreichische Truppen. Andere sind für Frigorn oder Farlorn am Blauen See, aber die Städte werden wiederum nicht verteidigt. Und Frage ist, ob man die Elfen vielleicht auf die Fährte zu diesen unverteidigten Städten führen möchte durch einen Flüchtlingstreck. Oder das Kaiser Gerbald Fort, was weiter im Inneren liegt, allerdings am weitesten entfernt ist von allen Optionen. Die Tendenz scheint sich, weil die Igeljovs halt hier eine starke Präsenz haben und starken Einfluss haben auf die Dörfler, Glündhaven zu sein. Die Igeljovs haben außerdem dort Verwandte
Und man weiß, dass dort, wie gesagt, Truppen, nicht nur mittelreichische Truppen, sondern auch Diener des Praios sind. Wohlhabenden und Göttergefälligen ist wohl Sicherheit und Aufnahme in dieser Stadt sicher. Wohlhabende und Göttergefällige nehmen sie auf. Ja. Alles klar. Das liegt allerdings weiter im Norden, ne? Ja, liegt die Küste hoch, ja. Ich kann mal gucken, muss ich mal eben die Avis-Pfade nochmal aufmachen für die Zuschauer. Schauen wir mal. Nein, wir wollen nicht in den Golf von Riva. Klar, obwohl, der Glündhafen ist tatsächlich am Wald. Glündhafen ist tatsächlich nicht das Kaiser-Gerbei-Fort, sondern Glündhafen ist am weitesten entfernt. Aber wie gesagt, ja. So, jetzt noch für die Zuschauer einblenden. Zack. Da haben wir die Karte. Hier ist das nun vernichtete Friesow. Kann man das sehen? Jetzt kann man es sehen. Friesow. Frigorn, wo Lothier hin wollte, ist hier. Farlorn ist weiter südlich, hier am Blauen See gelegen. Hier unten ist das Kaiser-Gerbald-Fort. Und hier oben ist Glündhafen. Naja, wenn wir sowieso in den Norden, können wir die Leute eigentlich auch bis Glündhafen begleiten und dann weiter in den Norden gehen. Ist das denn jetzt unser weiterer Plan? Tja. Kannst du immer noch den Nebelkönig suchen? Ich würde gerne erst mit Ihrer Gnaden sowohl die Hinterlassenschaften unserer elfischen Angreifer als auch meinen werten Halsschmuck überprüfen. Wenn Ihre Gnaden da kundig ist. Ja, Sie... Ja, wie kommst du denn auf sie zu mit dem... Also ich werde ja wahrscheinlich in Kontakt getreten sein, während wir da die Verletzten versorgt haben, oder? Das heißt, ja, da wart ihr relativ beschäftigt halt mit dem Versorgen der Verletzten. Du kannst sie später irgendwie oder jetzt halt am nächsten Morgen ansprechen. Ja, genau. Sie sitzt halt, neben dem noch schlafenden Akoluten, neben halt so einer kleinen Pritsche, wo der halt drauf liegt. Scheint irgendwie so die Atembewegung von dem zu beobachten, ist an die Wand gelehnt, hat die Knie angezogen und so die Hände darum gelegt, wippt so ein bisschen mit dem Kopf so nach vorne und nach hinten und scheint so ihren Akoluten halt zu beobachten, wie er friedlich schläft. Okay, ich setze mich erstmal neben sie. Und beginne ein paar Aufzeichnungen, die Geschehnisse von gestern in mein Tagebuch zu schreiben und eine Skizze anzufertigen von einem dieser Dunkelelfendinger. Mhm. So. Als du sie so aus der Näheren jetzt betrachtest, kannst du sehen, dass sie so ein Tränenschleier in den Augen stehen hat. Aber kein Wort sagt, sondern auch sich dich auch gar nicht beachtet, sondern immer weiter auf den schlafenden Jungen guckt. Also ich mache das erstmal in Ruhe fertig mit meinen Aufzeichnungen, mit der Skizze und dann, dann wende ich mich so an sie. Wie geht's ihm? Gut. Schläft. Guck dich dabei nicht an. Und wie geht's euch? Gut. Bin wach. Verwundete versorgt.
Ganze Nacht. Ich habe das Gefühl, ihr seid vollkommen übermüdet. Wieso? Kann nicht schlafen. Es versucht. Geht nicht. Ihr werdet eure Kraft brauchen. Wofür? Wofür brauche ich Kraft? Zum Beispiel, um das hier aufzuklären. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin niemandem eine Hilfe. Wenn's drauf ankommt, laufe ich weg und lasse die Leute sterben. Könnt ihr deshalb nicht schlafen? Schaut jetzt, das erste Mal dreht sie den Kopf in deine Richtung. Und siehst dann wirklich so dicke Tränen, die irgendwie die Wange runterlaufen. Und mein, hab sie alle im Stich gelassen. Ich rück ein bisschen näher an sie ran, vorsichtig. Nein, das habt ihr nicht. Ihr habt diesen Menschen hier, und ich gucke mich um, allen geholfen. Ihr habt Leben gerettet heute Nacht. Erst nachdem sie da hinten gesagt hat, dass sie weg sind, zeigt auf Ikayu zu einer zitternden Hand. Aber wem wäre denn geholfen gewesen, wenn ihr in ein offenes Schwert gerannt wärt? Wie viele Menschen hätten es heute Nacht nicht geschafft, wenn ihr gefallen wärt? Wie viele sind wegen mir denn gestorben? Wie kann man das aufwiegen? Ist das eure Entscheidung, wer stirbt und wer nicht? Oder trifft Nein. diese Entscheidung Herr Bohr? Es ist der Wille der Zwölfe, ob wir sterben oder leben. Dann ist es auch nicht eure Entscheidung, das als Versagen anzusehen, wenn ihr euch nicht dem gestellt habt, was da gekommen ist. Ich kann das nicht vergessen. Darum geht's auch nicht. Ihr als Hesinde-Geweihte dürftet am besten wissen, dass Vergessen etwas sehr Gefährliches ist. Ja, aber ich will. Wie soll ich damit weiterleben? Ich brauche die Gabe des Herrn Boron, des Herrn des Vergessens. Und das erste Mal habe ich diesen ketzerischen Gedanken in meinem Kopf vergessen. Nicht wissen. Aber kann es nicht sein, dass ihr auch vielmehr die Gabe der Herrin Zar braucht? Barmherzigkeit? Nachsicht? Leben? Wo war die Herrin Zar heute Nacht? Gute Frage. Wo war Rondra? Wo war Effert, als sein Geweihter in die Schatten gezogen wurde? Wo war Hesinde, als der Rest meines Pilgertrupps abgeschlachtet wurde? Wo ist der Herr Praios mit der Sonnenscheibe gewesen, als die Dunkelheit sich ausbreitete? Wo ist Firun, wenn sie über das Eis, über sein Eis kommen? Über das Meer, über den vom Norden, seinem Land. Wir sind in seinem Sand. Wir sind in seinem Land.
Ich kann euch die Wege der Götter nicht erklären. Es ist meine Aufgabe, die Wege der Götter zu erklären. Es ist meine Aufgabe. Ich kann es nicht. Vielleicht ist es manchmal einfach gut, nicht die Wege der Götter erklären zu wollen, sondern sie einfach hinzunehmen und damit weiterzuarbeiten. Gut. Wir helfen. Ihr habt gerade von Herrn Boron gesprochen. Versucht noch einmal zu schlafen. Ich kann nicht. Sicher? Sicher. Das alte Weib dort drüben hat mir einen Tee gegeben. Zeigt auf die Tasse neben sich, die so halb ausgetrunken ist. Und er hat nicht geholfen. Schüttelt mit dem Kopf. Wollt ihr weiterarbeiten? Wollt ihr zur Aufklärung beitragen? Was soll ich denn tun? Es gibt mehrere Gegenstände, die wir identifizieren müssen. Um gewappnet zu sein, um Warnungen aussprechen zu können, um selber zu wissen, was dort passiert ist. Sie richtet sich so zitternd auf und versucht aufzustehen. Ich stütze sie. Ja, sie ist irgendwie nicht verletzt, aber sie ist halt so zittrig. Und versucht das aber irgendwie zu unterdrücken. Man merkt das, wie sie das angestrengt versucht gerade. Ich kann diese Frau sehr gut verstehen. Welche Gegenstände? Zum Beispiel die Gegenstände, die die Elfen mit sich getragen haben. Ihre Rüstungen, ihre Waffen, vielleicht ihre Talismane. Sie sind der Magie kundig. Wer weiß, ob das Artefakte gewesen sind. Es ist schwarzer Stahl. Schwarzer Stahl. Das sollten wir zusammensuchen, oder? Ich würde ihn, bevor wir ihn anfassen, lieber untersuchen. Dann geht vor. Ich stütze sie dann. Wahrscheinlich wird sie ja nicht so richtig selber laufen können. Doch, kann schon. Ist halt zittrig, aber läuft. Langsam, einen Schritt vor den anderen. Aber sie ist noch ein bisschen entweltlicht, so. Scheint durch so eine Art... Ja, es fühlt sich gerade, wie man, als würde man durch so einen Wattebausch läufen. So ähnlich sieht das auch aus. Okay. Läuft ja, dann auch an Lothier vorbei, rempelt den so halb an, guckt dir dann so ins Gesicht, erkennt, glaube ich, auch, dass du auch Geweihter bist. Und richtet dann sofort, also wendet dann sofort irgendwie den Blick von dir ab. Hebt eine Braue, guckt Goswin an. Nur ein Schulterzucken von mir. Dann geht er raus und sammelt, also sucht erstmal einen der toten Elfen auf wahrscheinlich. Genau. Ja, was macht denn Ikaju und was machen Ilva und Lothir ist währenddessen? Lothir geht vielleicht mit, weiß ich nicht. Oder was macht er? Ja, neugierig ist er schon. Grundsätzlich. Und hier kann er halt nicht mehr Elfe machen. Die Verbände gehen ja auch irgendwann zur Neige. Mhm. Wenn alles halt durchgemacht ist, dann kann er auch genauso gut hinterherlaufen. Wenn er auch nicht genau weiß, was die da machen, aber der Instinkt der Schwänin sagt, irgendjemand hier geht es richtig schlecht. Geistig. Ja, mehreren Leuten. Da ist die gute Helsindiane nicht die einzige. Ja, das ist richtig. Ansonsten wird ich habe den Hund bei den Kindern gelassen. Ja.
Die Kinder sind relativ am unbeeindrucktsten noch von den ganzen. Also entweder sind sie bei ihren Verletzten oder bei ihren verletzten Eltern oder Geschwistern und kümmern sich um die, sind dadurch abgelenkt oder sind halt teilweise schon wieder am Spielen, irgendwie auf dem Vorplatz des Tempels oder rund um den da, wo früher mal der Altar gestanden hatte, im Schrein. Den Platz, den man freigeräumt hat dann. Wo sich letzten Abend noch die alle zusammengekauert haben. Da ist jetzt viel Platz, wo die einige Kinder schon wieder anfangen zu spielen. Ich habe doch irgendwas richtig gemacht, sehr gut. Ja, ich laufe einfach mit. Ich habe ja sowieso nichts zu tun. Mhm. Ja, kannst dich ja mit denen beschäftigen. Was macht Ilva in ihr, mit ihrer schweren Verletzung? Versucht sich noch ein bisschen zu schonen. Überlegt aber schon mal, wie sie jetzt am besten irgendwie mit anpacken kann. Die Leute müssen ja nur irgendwie ihr Zeug zusammenpacken. Mhm. Ich würde mal so ein bisschen durchs Dorf gehen. Frische Luft tut ja immer gut. Ja. Und so mal ein bisschen inspizieren, was noch halbwegs intakt ist, was noch gebraucht werden kann oder wo man irgendwie Material herkriegt, um irgendwie Handkarren oder Wagen oder irgend sowas ein bisschen zusammen zu zimmern. Ich verstehe ein bisschen was von Holzbearbeitung, so dass ich irgendwie einfach schon mal gucke, wo man irgendwie Material herkriegt, damit die Leute das, was denn übrig geblieben ist, irgendwie dann noch. Mach doch mal eine Wildnislebenprobe. Ja, Moment. Film. Das sieht gut aus. Moment. Wildnisleben. Wo ist es denn? Da. Aber sowas von. Mhm. Wie viel Qualitätsstufen? Das sind 3. 3 Qualitätsstufen. Ja. Gut, dann findest du ein paar dicke Wollsocken. Also nicht Socken, Sachen. Also so Wollanziehsachen. Mhm. Mützen, Schal, Socken und alles Mögliche, die eine Kältestufe halt wegmachen, also ignorieren können quasi. Du findest Pfannen und Töpfe noch, die zu gebrauchen sind. Ja. Einige Werkzeuge, zum Beispiel irgendwie Tiegel mit Fett und Eispickel und Angelzeug und sowas. Und du findest noch einen Schlitten, der noch intakt ist. Einen kleinen Hundeschlitten. Allerdings ohne Hund. Denn der Hund wurde von irgendwas zerfleischt. Während er vor dem Schlitten gespannt war. Irgendwas hat ihn so halb aufgefressen. Ja, und dann gehen Goswin. Damit kommen wir ja schon mal ein Stückchen weiter. Ne? Dann bist du erstmal eine Weile mit beschäftigt. Oder? Das ja, genau, das schleppe ich alles so nach und nach. So ganz muss ich das ja nicht alles auf einmal tragen. Ja, Ikayu wird mitkriegen, während sie da mit den Kindern und ihrem Hund spielt, dass immer die Igeljovs irgendwie auch versuchen, die Leute, die nicht dafür sind, dass man nach Glündhafen fährt, mit Geld zu bestechen, dass sie mitkommen. Beziehungsweise sagen, die wehrhaften Leute schon alle bezahlt haben gerade, dass die auf jeden Fall mit wollen. Das heißt, alle, die nicht mit nach Glündhafen laufen, scheinen momentan eher in der Minderheit und B, keinen wehrhaften Schutz zu haben. Also die sind gerade dabei, Stimmung zu machen und mit ihr Geld und ihren Einfluss geltend zu machen, dass ihr Wille durchgesetzt wird. Während Goswin und Lothir draußen, wir müssen nicht lange suchen, den ersten toten Dunkelelf seht, auf dem Platz vor dem Tempel. Ja, ich nehme mal
ihn erstmal ein bisschen in Augenschein, indem ich so drumherum gehe. Ja, es ist ein ja, eine bleicher Elf, würdest du sagen? Und schwarze Augen. Wenn du die Augen öffnest, wirst du das sehen. Schwarze Rüstung, dunkle Kleidung. Hatte wohl so eine Art Klinge auf den Rücken geschnallt. In der Hand hatte der, als er wohl gestorben ist, wohl einen Bogen gehabt, der wohl aus irgendwelchen Knochen oder so zu bestehen scheint. Zumindest sieht es so nach Knochen aus. Das ist quasi die Horrorkarikatur eines Elfen. Also wenn du es nicht genau wüsstest, dass es irgendwie ja irgendein finsteres Wesen oder so ist, hättest du es von einem ganz normalen Elfen gehalten, der halt dunkle Rüstung trägt. Ich würde wohl mal seine Augenlider anheben, um zu gucken, mit was für Augen die denn ausgestattet sind. Genau, da ist der Unterschied zu einem normalen Elfen und ja, es sind dunkle Pupillen. Alles klar, also so komplett schwarze Pupillen, ne? Ja. Ich hole sofort mein Tagebuch raus und korrigiere meine Skizze. Haben die denn unterschiedliche Haarfarben oder haben die alle die gleiche? Also wenn du siehst, wenn du noch ein paar andere Leichen begutachten willst, die haben unterschiedliche Haarfarben. Ja. Mhm. Viele davon schwarz, aber auch einige weiß oder ja, grau. Und die sind alle gleich ausgestattet, ja? Alle mit einer schwarzen Klinge, mit einem Knochenbogen. Alle relativ gleich, ja. Mhm. Und die tragen ansonsten keinen Schmuck, nix? Nein. Du würdest sagen, die sind sehr ja, rudimentär, kann man nicht sagen. Also es ist ja, sie sind gut ausgerüstet, irgendwie zielstrebig ausgerüstet, würdest du sagen. Kein Tand. Spartanisch im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Genau, spartanisch im wahrsten Sinne des Wortes. Also alles ist wohl darauf, es waren wohl Krieger anscheinend, ne? Die keine Schutzamulette oder sowas. Sind da irgendwelche Schriftzeichen in die Rüstung eingraviert oder sowas? Irgendwas? Ich gerade mal gucken. Ich glaube... Rüstung. Nee, nicht wirklich. Die sind so Schnörkel drauf, würdest du sagen. So Verzierungen, aber keine Schriftzeichen, die okay. Dir jetzt bekannt vorkommen würden. Okay, vielleicht sind die Schnörkel auch irgendeine Art Schrift, aber... Naja, könnte ja sein, dass das so Istira Astaria-Zeichen sind oder so. Das würde ich ja erkennen. Die Rüstungen liegen relativ eng am Körper, würdest du sagen. Also die scheinen ja sich fast schon wie eine Art Leder irgendwie an den Körper zu schmiegen. Also wenn du es nicht genau wüsstest, dass das irgendwie Stahlrüstungen sind und da, wenn du dagegen klopfst, auch so ein ja, also den Eindruck hast, dass es eine Stahlrüstung, eine Stahlplatte oder ein Helm ist, könntest du sagen, dass es irgendwie ja so geschmeidig wie Leder sein muss. So sieht es zumindest aus. Hm. Gibt es denn da auch, also Vorrichtungen zum An- und Ablegen? Wahrscheinlich ja. Ne? Also Schnallen kannst du erkennen, ja. Hm. Die dann mit so dunklem Leder halt die einzelnen Teile der Rüstung zusammenhalten. Dann wende ich mich an die Geweihte. Haltet ihr es für eine gute Idee, die Rüstung abzulegen, abzukleiden? Ich bin mir dann jetzt nicht hundertprozentig sicher, was wir mit denen überhaupt machen sollen. Also ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch in das Thema Schwarzstahl eingelesen habt, aber man nennt es zumindest so viel, ist das Schwarzstahl? Oder ist es das angemalte Stahl? Sieht das aus, als wäre das lackierter Stahl? Also jetzt mal so. Kannst du den Unterschied erkennen, Goswin? Hey, natürlich nicht, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, es sind magische Fatzken. Okay.
Also, was Gosmin mit seiner Magiekunde weiß, ist, dass einige davon gezaubert haben. So, wenn es normaler Stahl wäre, entweder sind die dagegen immun, dass Stahl ihre astralen Kräfte blockt, oder ja, das muss ja was anderes sein. Ja. Das ist ja bei Elfen noch nichts. Also von daher. Also muss es wohl magischer Stahl sein, ja. Aber diese Erkenntnis scheint die Frau noch nicht zu haben. Dann werde ich sie jetzt mit der Nase metaphorisch darauf stoßen. Ihr meint, es ist ein Endurium? Ich kenne mich jetzt nicht mit den Verarbeitungsmechanismen aus, aber ich denke, Schwarzstahl wird mit Endurium hergestellt, ja. Wer hat so viel Endurium? Dann wäre dieses Dorf jetzt ziemlich reich, wenn wir das alles einsammeln. Davor möchte ich dann aber doch nochmal warnen. Wer weiß, was sie damit gemacht haben. Und wer weiß, ob es sich wirklich darum handelt oder nicht irgendwelcher verzauberter Stahl oder wie auch immer. Magiekundig bin ich jetzt nicht, das zu überprüfen. Allerdings nutzt man Endurium für Verzauberung, das ist wohl richtig. So, Lothier, du würdest dich dann mal so an die beiden quasi nähern und dann so jeweils links und rechts den Arm auf die Schulter legen, so zwischen den beiden durchgucken. Ich bin sicher, zwei schlaue Köpfe finden eine gute Lösung für das Dilemma. Die Zwölfe werden uns leiden, und Ifern schaut immer zu. Und im Herzen, auch wenn es schmerzt, im Schlafe finden wir die Ruhe. Er summt dann noch so ein bisschen und ich wirke dann mal einen Harmoniesegen. Auf die Gute. Ja. Das heißt, für 12 Stunden wird sie, ist sie jetzt nicht mehr ängstlich und nicht von negativen Gefühlen beeinflusst, kann also wahrscheinlich vielleicht auch noch. Kann was? Kann nachher dann wahrscheinlich auch vielleicht mal einschlafen. Ja, okay. So. Mit der tiefen Bassstimme. Gut. Also, um das näher zu untersuchen, müssten wir die Dinger schon einsammeln. Also, ein Risiko müssten wir dann eingehen. Wenn das gefährlich ist, müssen wir das auch auf jeden Fall, und du merkst, dass sie deutlich weniger stottert gerade, sollten wir die kneift so mit den Augen zusammen, reibt sich dann einmal kurz so quer durchs Gesicht, die Leute davon abhalten, sich an diesen Körpern und an dem Stahl zu vertun. Wenn das wirklich dieses legendäre Schwarzstahl magisch Dingensbumm Kirchen ist, dann wird es nicht lange dauern, bis die Ersten anfangen, die einzusammeln. Außerdem könnte es sein, dass die zurückkommen, um ihre Toten einzusammeln und die Ausrüstung. Dann sollten wir hier nicht mehr sein. Allerdings, also Lothier schaut diese toten Elfen an, ein paar sind es ja doch schon. Überschlägt mal so grob. Also viele tote Elfen siehst du hier dann doch nicht. Also so. Ja, aber ein paar schon. Ne? Wenn ihr so ein bisschen durch die Stadt schlendert, jetzt irgendwie bis euch ein bisschen ein bisschen guckt, seht ihr mehr, also ihr seht auch mehr von den Toten sind diese Chimären, diese Goblinoiden zum Beispiel. Ja. Einige tote Harpien könnt ihr sehen. Harpien. Oder
Ja, oder halt diese Chimären, die sie bei sich hatten. Da sind einige Tote. Tote, richtige tote Elfen könnt ihr vielleicht nur eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend oder so finden. Was jetzt bei der Ausmaß, bei der Größe der Stadt relativ wenig ist. Trotzdem, ich kenne mich jetzt nicht so mit den Preisen von Stahl aus, aber wenn die Leute sich schon manchmal für Silber die Köpfe einschlagen. Wie gesagt, das Dorf ist reich, wenn ihr das verkauft kriegt. Kann man damit wahrscheinlich eine Grafschaft kaufen im Bornland? Ja. Zuckst du mit den Schultern? Dann werden wir jetzt hier zu dem offensichtlichen Schluss kommen, dass es sich hierbei um lackierten Stahl handelt. Und ich gucke die beiden eindringlich an. Lothier nickt ganz langsam, scheint den Gedanken versunken, lackierter Stahl, ja. Also wie die Golgariten das machen. Mhm. Ja, macht Sinn für mich. Ja, hatte Lothier eigentlich die Dunkelelf, diese merkwürdige Begegnung, da warst du dabei, ne? Auf dem Marktplatz. Nee, die habe ich nicht gesehen. Da waren nur Ilva und Ikaju, ne? Ja, und Goswin als Eule. Ja, wenn Goswin war ja auch dabei. Irgendwie keiner von den Elfen, die da jetzt so tot rumliegen, hatte die gleiche Kleidung an wie die. Was die These unterstreicht, dass es sich dabei um einen Anführer gehandelt. Ich erzähle Lothier einfach mal davon. Oh. Aha. Hast du da irgendwie was gespürt, was anders wäre? Oder eine Aura, irgendwas? Nö. Ich war ja eine Eule. Was merkwürdig ist, jetzt auch, wo du dich zurückerinnerst, ist, dass der Elf das Kind nicht einfach umgebracht hat. Sondern eigentlich eher schützend war, so in seiner Bewegung. Interessant, ja. Aber ein paar Dorfbewohner fehlen ja auch, oder? Also die entführt worden sind tatsächlich, oder? Ja, ihr könnt alle finden. Also wenn ihr Vermisste habt, ihr könnt die alle tot irgendwo liegen sehen oder finden. Okay. Die haben keine Gefangenen gemacht. Haben die denn ansonsten Kinder verschont, oder? Nein. Also, soweit wir das jetzt herauskriegen können. Passt ihm nicht ins Bild. Warum sollte ausgerechnet der Typ in der Kutte das Kind verschonen, wenn die anderen einfach sinnlos alles niedermetzeln? Nicht ohne Grund. Das war dann nicht aus einer Laune heraus. Wir wissen einfach zu wenig über. Außer, dass er mit ich tritt mal so gegen der Harp hier Chimären arbeitet. Gut, dann macht ihr irgendwie eure Streifzüge rund um die Stadt, verbreitet die Kunde, dass die Rüstung und die Schwerter und so ganz normale schwarze lackierte Stahlwaffen sind. Eventuell verflucht. Eventuell verflucht. Also ihr versucht also die Leute davon abzuhalten, dass sie sich die Waffen einfach so unter Nagel reißen und so. Vor allen Dingen, das macht ja auch Sinn, geschwärzte Waffen zu tragen, so wenn man mit Dunkelheit angreift. Ja. Ikaio lenkt die Kinder ab und macht da einen guten Job und Ilva sammelt Sachen ein, die noch irgendwie für den baldigen Aufbruch wohl ganz gut sind. Und an dieser Stelle machen wir dann auch für heute dann den Cut und schauen mal, wann es weitergeht. Wenn ihr dann aus dem zerstörten Friesow aufbrecht, in welche Richtung auch immer. Und mit welcher Zielsetzung auch immer.
Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Und ich merke immer, dass so ein Kampf, wir haben schon wieder einen Kampf gehabt, sehr viel an der Zeit reißt. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal dann, ob es da auch wieder einen Kampf gibt. Ich bedanke mich auch bei denen, die zugeguckt haben. Wenn ihr wissen wollt, wann es weitergeht, oben läuft die Adresse vom Nordpol rum. Da gibt es den Stream-Kalender. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, der Koali heiße ich da, könnt ihr auch meistens da, sage ich vorher auch immer an, ob da was ausfällt oder ob das stattfindet oder so. Und da könnt ihr auch nachgucken. Wenn ihr es nachguckt auf YouTube, hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Freuen wir uns mal drüber. Und sonst macht's gut. Tschüss. Tschüss.